Ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen Abend. Schön, dass Sie den Frühlingsbeginn mit uns auch an diesem Abend einleiten. Ein paar haben sich's anders überlegt. Es tut mir nur leid. Wir haben heute die wunderschöne Situation einerseits gehabt, dass wir ein guten Gewissen sagen können, auch dieser heutige Vortragsabend ist auf eine große Resonanz und auf große Begeisterung gestoßen. Leider haben wir heute den ganzen Tag über ein paar Menschen gesagt, es ist leider voll. Vielleicht wird's noch. In jedem Fall ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen, für Ihr Dasein, die Sie hier auf einen, wie ich glaube, spannenden Vortrag zu einem sehr bewegenden Thema warten. Es ist auch mir ganz persönlich eine ganz besondere Freude, den heutigen Referenten begrüßen zu dürfen. Ich möchte aber hier eine kurze Einleitung machen, nämlich die Gehirnforschung in der Steiermark hat auch ihre Geschichte. Und ich hoffe, dass noch Zeit sein wird und dass es auch für Herrn Professor Singer deutlich war, dass wir uns natürlich auch im eigenen Land und in der eigenen Region durchaus beachtenswerte Kompetenzen innehaben. Diese Forschungsdisziplin hat sich in den letzten 20, 25 Jahren sehr stark in das Blickfeld der öffentlichen Diskussion auch bewegt, nicht zuletzt aufgrund sensationeller Erläuterungen und auch mancher Stellungnahmen dazu. Und vor einigen Jahren ist es uns gelungen, auch in der Steiermark viele Menschen aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenzuführen zu einem Forschungsnetzwerk Initiative Gehirnforschung Steiermark, kurz INGE-ST. Die Gründungsvorsitzende und ein Gründungsmitglied ist Frau Professorin und nunmehr Rektorin Christa Neuper, auch mit dem ehemaligen Rektor der Pädagogischen Hochschule Herbert Haab, den ich heute und an dieser Stelle noch sehr, sehr herzlich danke für eine langjährige Implementierung, aber insbesondere auch Herrn Professor Holzer, der heute als Vorstandsvorsitzender dieses Netzwerkes INGE-ST funktioniert die Funktion innehat. Und im Zusammenhang mit dieser Initiative ist es uns gelungen, einen international hochkarätigen Referenten von der Einladung in die Steiermark zu überzeugen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Universitätsprofessor Dr. Wolf Singer aus Deutschland. Im Jahr 2004 haben 11 führende Hirnforscher unter maßgeblicher Mitwirkung von Professor Singer ein aufsehenerregendes Manifest zum Thema Was wissen und können Gehirnforscher herausgegeben und publiziert. Ich möchte daraus einige Zeilen zitieren. Wir haben herausgefunden, dass im menschlichen Gehirn neuronale Prozesse und bewusst erlebte geistig-psychische Zustände auf das engste miteinander zusammenhängen und unbewusste Prozesse bewussten in bestimmter Weise vorausgehen. Geist und Bewusstsein, wie einzigartig sie von uns auch empfunden werden, fügen sich also in das Naturgeschehen ein und übersteigen es nicht. Und Geist und Bewusstsein sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich in der Evolution der Nervensysteme allmählich herausgebildet. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der modernen Neurowissenschaften. So ein Zitat aus diesem Manifest. In diesem Manifest wird dann auch die Frage gestellt, was wir in 10 Jahren, also nächstes Jahr 2014, über den genaueren Zusammenhang von Gehirn und Geist wissen werden. Und natürlich wurden auch Annahmen bzw. Hoffnungen geweckt, dass wir enorme Fortschritte zum Beispiel zur Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson erzielen können. Aber dieses
aufsehenerregende Manifest hat auch die Frage des freien Willens sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Und vielleicht können sich viele erinnern, dass damals insbesondere in den deutschsprachigen Medien sehr viel darüber publiziert wurde und ganze Streitschriften darüber publiziert und veröffentlicht wurden. Nämlich, haben wir einen freien Willen und welche ethischen Konsequenzen und moralischen Konsequenzen ergeben sich daraus? In diesem Manifest ist aber ein weiteres gestanden und das möchte ich auf jeden Fall auch vorlesen. Aller Fortschritt wird aber nicht in einem Triumph des neuronalen Reduktionismus enden. Selbst wenn wir irgendwann einmal sämtliche neuronalen Vorgänge aufgeklärt haben sollten, die dem Mitgefühl beim Menschen, seinem Verliebtsein oder seiner moralischen Verantwortung zugrunde liegen, so bleibt die Eigenständigkeit dieser Innenperspektive dennoch erhalten. Denn auch eine Fuge von Bach verliert nichts von ihrer Faszination, wenn man genau verstanden hat, wie sie aufgebaut ist. Die Hirnforschung wird klar unterscheiden müssen, was sie sagen kann und was außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches liegt, so wie die Musikwissenschaft, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zu Bachs Fuge einiges zu sagen hat, zur Erklärung ihrer einzigartigen Schönheit, aber schweigen muss. Soweit auch die diplomatische Variante beziehungsweise die Gesamtheit dieses Themas. Herr Professor Singer hat heute in seinem Vortrag den Titel gewählt Selbsterfahrung und neurobiologische Forschung, zwei konfliktträchtige Erkenntnisquellen. Und ich denke, Sie haben schon gemerkt und gespürt, auch wenn uns als Zuhörern vieles neu vorkommen kann und natürlich nicht alles Fachleute hier im Publikum sitzen, gibt es ganz sicher, gerade im Hinblick auf diese ethischen und moralischen Fragen, genauso wie auf die persönlichen Erfahrungen, genug Diskussionsstoff für alle in diesem Saal. Ich möchte mich wie immer natürlich auch bedanken bei unseren Kooperationspartnern. Herr Professor Pribil als Geschäftsführer von Joanneum Research ist heute auch hier. Es ist der Club Alpbach Steiermark mit Professor Herwig Hösele hier und es ist die Kleine Zeitung seit Jahren ein guter Partner und Sie haben uns heute Herrn Swoboda sozusagen als Sachleistung hier ganz besonders ans Herz gelegt, der die Moderation und die Diskussion übernehmen wird. Zum Abschluss erlauben Sie mir aber noch Werbung in eigener Sache. Geist und Gegenwart wird schon in 14 Tagen wieder zu einer schönen, guten Veranstaltung zusammenfinden. Am Montag, den 29. April, wird Robert Benasse bei uns zu Gast sein und über die Zukunftsperspektiven Europas sprechen. Auch er hat einen provokanten Titel gewählt, vom Misthaufen der Geschichte zu blühenden Landschaften, das Zukunftsprojekt Europäische Republik. Also auch dazu eine ganz herzliche Einladung. In weiterer Folge, wenn Sie da erst richtig auf den Geschmack gekommen sind, darf ich Sie aber auch darauf hinweisen, dass vom 15. bis 17. Mai auf Schloss Seckerberg der Pfingstdialog, ein alle zwei Jahre stattfindendes größeres Arrangement sozusagen von Diskussion und Vortrag unter dem Generalthema Vereinigte Staaten von Europa hoffen Wagen stattfinden wird. In diesem Sinne überlasse ich das Feld schon dem Herrn Swoboda und darf mich noch einmal ganz herzlich bei unserem Gast, Professor Singer, dafür bedanken, dass er diesen weiten Weg auf sich genommen hat und auch dem kleinen Graz einen Besuch abstattet. Wir sind wirklich sehr stolz und freuen uns darüber. Dankeschön. Auch von der Sachleistung einen sehr schönen Abend wünsche ich. Also ich freue mich ganz besonders, dass ich auch hier mitwirken darf. Ich darf Sie vielleicht gleich um was Technisches bitten, dass Sie bitte Ihre Handys ausschalten. Ö1 schneidet das mit und das lässt sich aus dem Radio irgendwie nicht entfernen, wenn da blöderweise ein Handy klingeln würde. Ja, ich darf Sie ein wenig durch den Abend geleiten und es
Es gehört für einen Wissenschaftsredakteur, denke ich, zu den großen Höhepunkten des Berufslebens, so jemanden wie den Professor Singer tatsächlich begleiten zu dürfen bei einer Veranstaltung. Er ist ja weit sozusagen über seine Zunft hinaus bekannt. Die Frau Landesrätin hat das ja schon angesprochen, dieses berühmte Manifest und auch andere öffentliche Äußerungen. Vielleicht kurz zu ihm als Person. Er feiert gerade eben einen runden Geburtstag, welchen sage ich nicht. Er ist gebürtiger Münchner und wie er mir gerade früher oder uns gerade früher gesagt hat, er fühlt sich in Frankfurt im Exil. So ist es. Aber er hat nicht nur in München studiert, sondern war dann auch in Paris studienhalber tätig, ist dann tatsächlich und in England. Und ist dann allerdings wieder zurück nach München, ehe er sozusagen den wirklichen Hauptteil seiner Karriere in Frankfurt absolviert hat. Von 1981 bis 2011 war Direktor am Max-Planck-Institut für Brain Research. Er hat natürlich zahlreiche Ehrungen, Funktionen, Gastprofessuren und so weiter. Und er ist zwar jetzt schon emeritiert, aber deswegen nicht weniger umtriebig. Also wenn ich das richtig verstehe, in mindestens 3 oder 4 Funktionen nach wie vor tätig, wissenschaftlich, und ist daher sicherlich der gegebene Mann, um uns den Stand der Hirnforschung und mögliche Implikationen, wie es die Frau Landesrätin schon angedeutet hat, zu erzählen. Ich denke, das Thema stößt hier auch deswegen auf so großes Interesse, weil wenn wir ein wenig zurückschauen, in den 1990er Jahren bis etwa um die Jahrtausendwende war fast ein wenig die Leitwissenschaft, die Genetik, Gentechnik, da ist es in der Öffentlichkeit zumindest ruhiger geworden und diese Stelle, so scheint mir, hat jetzt in den letzten Jahren tatsächlich also die Hirnforschung, die Neurowissenschaften eingenommen. Manchmal vielleicht sogar schon zu viel und man erwartet sich zu viel. Aber ich denke, es ist eine Frage, die wohl immer, seit der Mensch denkt und bewusst über sich selber nachdenkt, immer wieder aufs Neue den Menschen beschäftigt hat. Und vermutlich vor knapp 500 Jahren, als die Jesuiten hier diesen Saal sozusagen verwendet haben für die erste Jesuitenuniversität, haben sie sich vermutlich auch damals schon mit der Frage herumgeschlagen, wie ist das eigentlich mit dem Dualismus zwischen Leib und Seele oder wie man heute vielleicht sagen würde, zwischen Nerven und Bewusstsein. In diesem Sinn, Herr Professor, darf ich Sie sehr herzlich bitten zu Ihrem Statement. Danke. Sehr verehrte Frau Landesrätin, Magnifizenzen, lieber Herr Professor Holzer, Sie haben sich um mich heute schon gekümmert, lieber Herr Swoboda, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich hinten zu verstehen? Gut, wunderbar. Ich wollte einige Vorbemerkungen machen, nachdem Sie dieses Manifest angesprochen haben, Frau Landesrätin. Das kam als Manifest daher, ist aber in Wirklichkeit dadurch entstanden, dass die Zeitschrift Gehirn und Geist etwas wahllos Kollegen in Deutschland angeschrieben hat und gefragt hat, was glaubt ihr denn, was wichtig ist und habt ihr was zu sagen? Und dann haben wir uns zögerlich geäußert, dazu geraten, auch noch weitere Fachleute hinzuzuziehen und haben uns dann auf ein Papier geeinigt, das den kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegelt. Es war also in keiner Phase ein Manifest, das von uns initiativ an die Öffentlichkeit getragen worden wäre, sondern im Gegenteil, es ist von uns verlangt worden. Hirnforscher wären schlecht beraten, im Augenblick Manifeste zu schreiben. Denn wir wissen sehr genau, was wir alles nicht wissen. Mehr als noch vor 15 Jahren. Wenn ich jetzt gefragt werde, dann sage ich meistens, ich weiß jetzt, dass ich weniger weiß, als ich damals zu wissen glaubte. Das hat mit den neuen Erkenntnissen zu tun und den großen Schwierigkeiten, mit denen wir kämpfen, die wiederum mit der Komplexität des Gehirns zu tun haben. Auch die Versprechungen, die von der Hirnforschung gemacht werden hinsichtlich
der Beherrschung von Krankheiten, die auf gestörten Hirnfunktionen beruhen, insbesondere den psychiatrischen Erkrankungen, sind in der Regel nicht von den Leuten gemacht worden, die Hirnforschung selbst verantworten, sondern von denen, die darüber schreiben und berichten. Und damit sind falsche Erwartungen geweckt worden, die dem Feld sehr schaden. Die Tatsache ist, dass wir keine der großen Erkrankungen des zentralen Nervensystems hinsichtlich ihrer Ursachen wirklich verstanden haben und deshalb auch keine kausalen Therapien aufbringen können. Das gilt für die Schizophrenie, das gilt für die Depression, das gilt für andere psychische Störungen, das gilt auch für Alzheimer, da versteht man in etwa, was im Gehirn passiert, aber wir sind weit davon entfernt, eine kausale Therapie anbieten zu können. Und das gilt für fast alle anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems, weshalb es notwendig ist, bescheiden zu sein, aber intensiv weiter zu forschen. Denn Sie wissen alle, dass diese Krankheiten die allergrößten noch nicht beherrschbaren Geißeln sind, neben wahrscheinlich den Herz-Kreislauf-Erkrankungen beim alten Menschen und den Krebserkrankungen. Ich habe meinen Vortrag ein bisschen anders genannt, als er ursprünglich da stand, aber der Inhalt ist mehr oder weniger der gleiche. Ich möchte meinen Ausführungen ein erkenntnistheoretisches K-Wert vorausschicken, um Ihnen schon jetzt die Argumente in die Hand zu geben, die es Ihnen ermöglichen, vieles von dem, was ich sage, zu relativieren. Denn manches von dem, was ich Ihnen sagen werde, kann von einigen von Ihnen als narzisstische Verletzung verstanden werden. Denn es geht in unserem Kopf anders zu, als uns das deucht. Es ist klar, dass wir nur erkennen können, uns vorstellen können, erdenken können, Theorien aufstellen können, in Bereichen, die uns die kognitiven Leistungen unseres Gehirns zu erschließen erlauben. Denn das ist schließlich das Organ, das uns zur Erkenntnis befähigt. Nun wissen wir, dass Gehirne genauso wie alle anderen Organe des Körpers und der Organismus selbst sich evolutionärer Anpassung verdanken, und zwar an jene Bedingungen, die in der Welt geherrscht haben, als sich unsere Gehirne herausgebildet haben und immer noch herrschen. Und dies ist ein winziger Ausschnitt aus der uns inzwischen bekannten Wirklichkeit, nämlich der Bereich, in dem sich Leben entwickelt hat, wenige Millimeter, vielleicht Mikrometer im Fall von Bakterien, bis hin zu einigen Metern. Das ist die Dimension, in der sich Leben abspielt. Also ein winziger Ausschnitt aus dem uns inzwischen bekannten Universum. Ob es da drüber und drunter noch was gibt, ist uns im Augenblick verschlossen. Nun ist es in keiner Phase der Evolution darauf angekommen, ein Nervensystem herauszubilden, dessen vornehmste Aufgabe es wäre, die Wirklichkeit so zu erfassen, wie sie möglicherweise hinter den Phänomenen tatsächlich ist. Also die Wahrheit im ganzen Sinne, das, was hinter den Phänomenen liegt, das Ding an sich. Das war nie gefragt in der Evolution. Nervensysteme haben sich herausgebildet, um den Organismus, der sie trägt, so weit über die Runden zu bringen, bis er sich fortgepflanzt hat, noch ein bisschen Brutpflege getrieben hat, und dann hat sich niemand mehr um diesen Organismus gekümmert. Das ist der Grund, warum wir alt werden, warum wir sterben müssen, warum die Reparaturmechanismen im Körper aufhören, wenn die Reproduktionsphase vorbei ist und die Brutpflege abgeschlossen. Aufgrund dieser Auslesemechanismen haben sich die Gehirne angepasst an Heuristiken, die zum Überleben in der vorgefundenen Welt sehr zweckdienlich sind, die aber in keiner Weise den Anspruch erheben dürfen, zur Erforschung oder zum Begreifen von absoluten Wahrheiten geeignet zu sein. Wie weit wir dazu überhaupt in der Lage sind, ist uns nicht ersichtlich. Wir wissen, wo die Grenzen unseres Wissens sind. Wir wissen aber nicht, wie weit wir sie hinausschieben können. Wir können jedoch annehmen, dass wir, und darauf werde ich später noch zu sprechen kommen, das Vorgefundene aufgrund der vielen Verarbeitungs- und Filtervorgänge, die in unserem Gehirn ablaufen, auf gewisse Weise rekonstruieren, interpretieren, und dass wir dabei Regeln zugrunde legen, die möglicherweise keine allgemeine Gültigkeit haben, weder im Großen noch im Kleinen. So ein bisschen können Sie das erahnen, wenn Sie sehen, welche Schwierigkeiten wir haben, wenn wir uns versuchen vorzustellen, was in der Quantenwelt vor sich geht. Das lässt sich zwar in Grenzen noch berechnen, aber es ist nicht vorstellbar. Genauso wenig ist uns vorstellbar, dass sich das Universum in irgendeine Unendlichkeit hinaus
ausdehnt. Das scheint zwar so zu sein mit zunehmender Geschwindigkeit, aber vorstellbar ist das alles nicht. Auch das Raumzeitkontinuum ist vielleicht einigen Mathematikern fassbarer, mir zumindest überhaupt nicht, weil mein Gehirn dafür nicht ausgelegt worden ist. Das heißt also, alles spricht dafür, dass unsere kognitiven Leistungen eklektisch sind, eingeschränkt und auf ganz spezifische Aufgaben hin optimiert. Das heißt aber auch, dass die Theorien, die wir entwickeln, die Erkenntnisse, die wir über unsere Gehirne und über alle anderen Dinge in der Welt zutage fördern, zwar im Beschreibungssystem der jeweiligen Wissenschaft ihre Gültigkeit haben und dann zutreffend sind, wenn sie reproduzierbar, zu Voraussagen führen, die erfüllbar sind, aber ob es sich dabei um absolute Wahrheiten handelt, wissen wir nicht. Und damit haben sie alle Argumente, die sie brauchen, um die narzisstischen Verletzungen, die jetzt möglicherweise kommen, gleich wieder zu besänftigen. Also, was behauptet die Neurobiologie? Sie behauptet zum einen, dass alles Wissen, über das ein Mensch verfügen kann, in der funktionellen Architektur seines Gehirns residiert, zu Hause ist. Was heißt funktionelle Architektur? Anders als in Computern, den Rechenwerken, mit denen wir umgehen, gibt es im Gehirn keine Unterscheidung zwischen Rechenwerk, Programmspeicher, Datenspeicher, sondern im Gehirn gibt es nur Nervenzellen, erregende, hemmende, sehr viele davon, insgesamt etwa 10 hoch 11, also eine 10 mit 11 Nullern, die miteinander auf ganz spezifische Weise verschaltet sind. Und in dieser Architektur der Verschaltung, die festlegt, wer mit wem kommuniziert, wie stark die Kopplungen sind, ob sie erregend oder hemmend sind, liegen alle Programme, nach denen Hirne funktionieren, festgelegt. In dieser Verschaltung liegt auch alles Wissen. Wir können also im Gehirn nicht unterscheiden zwischen Programmstrukturen und Speicherstrukturen, sondern im Gehirn ist alles in dieser funktionellen Architektur niedergelegt. Das ist ein wichtiger Punkt und soll Ihnen auch zeigen, dass alle Analogien, die wir zurzeit immer wieder hören zwischen Computern und Gehirnen, biologischen Gehirnen, in die falsche Richtung weisen. Die Regeln, nach denen dieses Wissen erworben, also wie wir lernen, verhandelt und angewandt wird, liegen auch in dieser funktionellen Architektur. Ich hatte schon angesprochen, die Programme für die Funktionsweise von Gehirnen liegen in dieser funktionellen Architektur festgelegt. Und dann behaupten wir, dass alle Funktionen, die wir an uns selbst und an anderen wahrnehmen können, eingeschlossen die höchsten kognitiven Leistungen, also auch das Bewusstsein können, das Haben von Gefühlen, das Planen und Entscheiden können, also alles das, was man in der Umgangssprache als geistigen Prozess bezeichnet, dass alle diese Funktionen auf neuronalen Prozessen beruhen, also auf diese folgen und diesen niemals vorausgehen. Die Hirnforschung ist da ganz kategorisch, zumindest im Augenblick behauptet sie das mit dem Brustton der Überzeugung, dass es keine von den neuronalen Substraten im Gehirn unabhängige Entität gibt, die sogenannte Geistige, die hier irgendwo nebendran oder oben drüber wäre und auf Hirnprozesse Einfluss nimmt, damit diese tun, was diese geistige Entität will oder möchte. Sondern es ist immer umgekehrt, es erzeugt das Gehirn Aktivitätsmuster, die dann uns subjektiv als Wollen, als Entscheidung, als Wahrnehmung fassbar werden. Und dann behaupten wir ferner, dass alle neuronalen Prozesse den Naturgesetzen gehorchen, und zwar denen, die wir kennen und wir im Augenblick keine Zusatzannahmen machen müssen, um erklären zu können, wie die Prozesse in Nervensystemen ablaufen. Woher nehmen wir diese etwas vollmundigen Behauptungen oder die Evidenz für diese vollmundigen Behauptungen? Die Schlussfolgerung kommt durch die Betrachtung der Evolution. Wir sehen, dass wir in der Lage sind, das Verhalten von einfachen Organismen lückenlos aus der Dynamik ihrer Nervensysteme herzuleiten. Und wir sehen zudem, dass wir die Prozesse in diesen einfachen Nervensystemen auf der Basis bekannter Naturgesetze vollständig beschreiben können. Bei ganz einfachen Systemen gelingt das, bei komplexeren gelingt es nicht. Aber wir scheitern nicht daran, dass da irgendwelche neuen, unbekannten Naturgesetze wirken würden, sondern wir scheitern an der Komplexität im Wesentlichen. Ein Hauptargument zur Stützung dieser Behauptungen ist, dass die Evolution unglaublich konservativ ist. Wenn sie einmal irgendwann eine Erfindung gemacht hat, also wenn einmal etwas entstanden ist, was sich bewährt hat, dann wird das beibehalten.
Und so kommt es, dass die Nervenzellen, die in Schnecken zu finden sind, genau die gleichen biophysikalischen Eigenschaften haben wie die Nervenzellen, die man in der Großhirnrinde des Menschen findet. Es gibt so gut wie keine Unterschiede, weshalb alle Entdeckungen und Therapiemöglichkeiten, pharmakologische Interventionsstrategien, die an der Schnecke entwickelt worden sind, auch beim Menschen ihre Anwendung finden. Also auf der molekularen Ebene, auf der Ebene von Nervenzellen, auf der Ebene der Kommunikation zwischen Nervenzellen ist alles beim Gleichen geblieben. Ähnlich konservativ ist die strukturelle Entwicklung von Gehirnen seit dem Auftreten der Großhirnrinde. Und das ist passiert in etwa auf der Ebene niedriger Wirbeltiere. Hier das Beispiel ist ein Opossum. Bis hin zum Menschen, über die Primaten hinweg, gibt es keine neuen Strukturen im Gehirn. Es gibt nur mehr vom Gleichen. Die Großhirnrinde hat sich enorm ausgeweitet, hat aber ihre interne Struktur vollkommen beibehalten. Also ein Stückchen Großhirnrinde, das man von der Katze nimmt, und ein Stückchen Großhirnrinde, das man vom Menschen entnimmt, wenn man beide unter das Mikroskop legt und analysiert, wird auch der Fachmann meistens keinen Unterschied feststellen können. Was uns also als kulturtragende Menschen unterscheidet von den nicht kulturtragenden nächsten Nachbarn, den Menschenaffen, ist ein Mehr an Großhirnrinde. Wir haben einige Quadratdezimeter dazu bekommen. Das ist alles. Es gibt keine neuen Strukturen, sondern nur noch mehr von bereits vorhandenen. Hinweisen möchte ich auch noch darauf, dass die Hirnforschung sich zunehmend der Territorialüberschreitung schuldig macht. Seit wir in der Lage sind, mit nicht-invasiven bildgebenden Verfahren auch Hirnfunktionen beim Menschen mit relativ guter Auflösung zu untersuchen, werden auch die Leistungen, die untersuchbar werden, immer komplexer. Und wir sind inzwischen in der Lage, Stellung zu nehmen zu Fragen, die klassischerweise die Human- und Geisteswissenschaften umgetrieben haben. Wir können also und wir müssen Stellung nehmen zu der Frage, wie wir wahrnehmen, wie objektiv unsere Wahrnehmung sein kann. Das heißt also, die Neurobiologie beginnt sich mit genuin philosophischen Fragestellungen, wie zum Beispiel dieser epistemologischen Frage, auseinanderzusetzen. Dann müssen wir uns stellen der Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele, wenn wir behaupten, dass alle geistigen Dinge, unsere Kulturen, unsere sozialen Realitäten auf der Basis oder aus Hirnfunktionen entstanden sind, natürlich durch die soziale Interaktion von Menschen, die solche Gehirne tragen. Dann muss man irgendwie auf die Frage, wie denn diese geistigen Dimensionen aus diesen materiellen hervorgehen können, eine Antwort finden. Und wir haben sie natürlich noch nicht. Dann müssen wir uns der Frage stellen, wie sich im Gehirn das intentionale Ich konstituiert, also das wollende, entscheidende, planende Ich. Darüber werde ich ein bisschen sprechen. Und schließlich drängt sich das Problem, und das wird unvermeidbar, des freien Willens auf. Denn wenn zutrifft, dass alles, was wir entscheiden und fühlen, spüren und denken können, auf neuronalen Prozessen beruht und diese den Naturgesetzen folgen und in denen gelten nun mal die Kausalgesetze, dann muss der je nächste Zustand eines Gehirns, also eine Entscheidung zum Beispiel, auf dem je vorausgehenden beruhen. Und die Frage ist, wie kann denn dann so etwas wie das unbegrenzte Wollen und der sogenannte freie Wille möglich sein? Darüber können wir dann hinterher ein bisschen diskutieren. Ich werde nicht explizit dazu Stellung nehmen, aber Sie werden aus dem, was ich Ihnen erzähle, genau die gleichen Schlussfolgerungen ziehen, die ich ziehen muss. Und dann werden wir darüber diskutieren. Dann sind sich, glaube ich, alle Neurobiologen inzwischen einig, dass unsere Wahrnehmung nicht das bloße Abbilden der Welt von draußen ist, sondern die Folge eines wissensbasierten, rekonstruktiven Prozesses. Wir interpretieren, wir legen uns die Welt zurecht und zwar nicht unbedingt so, wie sie möglicherweise tatsächlich ist. Und das gilt Entschuldigung, für alle Wahrnehmungen, für die Außenwahrnehmung genauso wie für die Innenwahrnehmung. Also auch die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen, wird vorgegeben durch wissensbasierte Rekonstruktion, also durch das, was unser Gehirn an Wissen trägt und vorgibt. Ich werde darüber sprechen. Stellt sich jetzt die Frage, was bestimmt denn dann, wie wir uns und die Welt draußen wahrnehmen und wie wir auf das Wahrgenommene reagieren?
Und diese Frage reduziert sich aufgrund dessen, was ich bisher sagte, auf die Frage nach den Determinanten der funktionellen Architektur unserer Gehirne. Denn dieser Architektur obliegt die Rekonstruktion des Wahrgenommenen. Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Es gibt drei Prozesse, die die funktionelle Architektur des Gehirns festlegen. Das ist zum einen natürlich und zuvorderst die Evolution. Der Umstand, dass unsere Gehirne ähnlich sind und wissenschaftlicher Erforschung zugänglich, beruht darauf, dass wir alle in der gleichen Welt aufgewachsen, nach den gleichen Selektionsprinzipien ausgelesen worden sind. Alles, was unsere Vorfahren, und zwar die, die überlebt und sich reproduziert haben, über die Welt gelernt haben, ist in deren Architektur, ist in der Architektur deren Gehirne festgelegt. Und die, die erfolgreich waren, haben sie fortgepflanzt, ergo haben die Gene überlebt, die für Hirnstrukturen programmieren, die an das Überleben in dieser Welt so gut wie möglich angepasst sind. Dabei handelt es sich natürlich um implizites Wissen. Das enorme Wissen, das wir aus der Evolution geschöpft haben, das unsere Hirnstrukturen festlegt, ist uns nicht bewusst, natürlich, weil wir nicht dabei waren, als es erworben worden ist. Wir kommen mit diesem Wissen auf die Welt, das heißt, die Gene erzeugen Strukturen, die dann dieses Wissen exprimieren. Es ist implizites Wissen, wie wir sagen. Dann gibt es eine ganz wichtige Wissenserwerbsphase, und das ist die Entwicklung des Gehirns. Menschenkinder entwickeln ihre Gehirne bis etwa zum 25. Lebensjahr strukturell weiter. Kommen auf die Welt, haben zwar fast die gesamte Zahl der verfügbaren Nervenzellen vorrätig, nur es sind ganz viele davon noch nicht miteinander verbunden. Insbesondere in der Großhirnrinde sind die allermeisten Nervenzellen noch nicht miteinander verbunden. Also vieles von dem, was wir in den Kindern als durch anthropomorphe Betrachtungsweise als differenzierte kognitive Leistungen sehen, sind relativ simple Reflexe. Großhirnrinde ist bei Säuglingen noch sehr wenig ausgebildet. In diesem Entwicklungsprozess passiert jetzt etwas sehr Faszinierendes. Die Nervenzellen fangen an, Verbindungen auswachsen zu lassen und nehmen Kontakt mit ihresgleichen auf, wobei genetisch festgelegt ist, in etwa wie viel Verbindungen ausgebildet werden sollen und ganz grob wer mit wem. Aber dann kommt eine wichtige zweite Phase dazu. Etwa ein Drittel bis zwei Drittel dieser Verbindungen werden wieder eingeschmolzen. Und welche bleiben und welche wieder gehen, entscheidet die Aktivität, die diese Verbindungen vermitteln. Es gibt eine ganz einfache Selektionsregel, die Angelsachsen bringen das immer auf den Punkt. Die sagen, neurons wire together if they fire together. Also Neurone, die häufig zeitgleich aktiv sind, haben die Tendenz, die Verbindungen, die zunächst mal angelegt worden sind, zu erhalten. Und Neurone, die selten etwas miteinander korreliert tun, lösen ihre Verbindungen wieder. Das heißt, es wird in diesem Entwicklungsprozess unter dem Einfluss von Aktivität, die ihrerseits natürlich von Sinnessignalen, von Erziehung, von der vielleicht ausgerutschten Hand induziert werden, das sind Eingriffe in die Mikroarchitektur des Gehirns, insbesondere der Verbindungen in der Großhirnrinde. Also Erziehen ist das Verändern von Hirnarchitektur, und zwar irreversibel, wenn diese Entwicklungsprozesse, die an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell ablaufen, abgeschlossen sind, erfolgt kein neues Wachstum von Verbindungen und es erfolgt auch kein Einschmelzen von Verbindungen. Man kann lediglich noch lernen, weil man die bestehenden Verbindungen in ihrer Wertigkeit verstärken oder abschwächen kann. Vieles von diesem in der Entwicklung geprägten Wissen, das in der Architektur sich manifestiert, ist auch implizit. Das meiste Wissen, das bis zum Lebensjahr 4 etwa erworben wird, bleibt implizit aufgrund der sogenannten frühkindlichen Amnesie. Kleine Kinder haben noch nicht die Hirnstrukturen ausgebildet, die man braucht, um nicht nur zu lernen, sondern auch gleichzeitig mitzuspeichern, in welchem Kontext man etwas gelernt hat. Kinder lernen enorm viel, das wissen sie alle, aber sie können nicht angeben, woher sie es haben. Weshalb dieses Wissen als implizites Wissen auch Überzeugungswissen ist. Damit über dieses Wissen lässt sich nicht diskutieren, genauso wenig wie über das evolutionär erworbene Wissen. Da kann man nur sagen, das ist halt so, aber man kann nicht sagen, warum das so ist. Das ist anders dann mit dem lebenslang erworbenen expliziten Wissen, das über die normalen Lernvorgänge eingespeichert wird, die auch Architektur verändern, bloß nicht mehr in dieser groben Skala, sondern auf molekularer Ebene an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen. Aber auch das erzeugt oft irreversible Veränderungen in der Kopplung zwischen Neuronen.
Nur weiß man in dem Fall, vor allen Dingen, wenn es nach dem vierten Lebensjahr passiert ist, woher man es hat und kann es relativieren, weil man die Quelle identifizieren kann. Also, die funktionelle Architektur des Gehirns, mit dem wir durchs Leben gehen, verdankt sich genetischer und epigenetischer Faktoren. Wobei es sehr schwierig ist, die beiden voneinander zu trennen, weil man nicht angeben kann, ob eine Verbindung, die in einem 30-jährigen Menschen nicht vorhanden ist, nicht da ist, weil sie genetisch nicht vorgesehen war, oder ob sie eingeschmolzen worden ist, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht gebraucht worden ist. Man kann nur angeben, dass beide Faktoren enorm wichtig sind. Und diese funktionelle Architektur, die determiniert nun alles. Sie determiniert, in welche sensorischen Kategorien wir die Welt einteilen. Dass wir die Welt einteilen in eine Welt der Bilder, des Lichts und in eine akustische Welt, das liegt an unseren Sinnesorganen. Wir machen dabei willkürliche Trennungen. Wellenlängen, elektromagnetische Wellen im Bereich zwischen 400 und 700 Nanometer erscheinen uns als Licht, weil die Netzhaut des Auges auf die Rezeptoren der Netzhaut des Auges auf diese Wellenlängen ansprechen. Etwas langwelligeres elektromagnetisches Gestrahle wird von uns als Wärme empfunden. Wir haben dafür keine Fotorezeptoren, aber wir haben dafür Wärmerezeptoren in der Haut. Ein physikalisches Kontinuum wird also von uns willkürlich zerlegt und in Kategorien untertrennt, in Licht und die Welt der Bilder, der Malerei und in die Welt der Wärme, der Temperatur. Und so ist das mit allen Modalitäten. Wir holen uns aus der Welt idiosynkratisch enge Ausschnitte aufgrund des Sinnesorgane schon vorselektiert. Offenbar interessieren eben viele Dimensionen überhaupt nicht fürs Überleben. Und machen dann zusätzlich noch Operationen, und ich werde Ihnen Beispiele geben, derer wir uns nicht gewahr sind, um diese Signale dann zu interpretieren, auf der Basis von Vorwissen. So ist auch die Definition eines Objektes ein von uns vorgenommener willkürlicher Setzungsakt. Wären wir in der Quantenwelt aufgewachsen, ganz klein, wären wir niemals auf die Idee gekommen, Objekte so zu definieren, wie wir es in unserer Welt tun, denn dort ist die Definition eines soliden Objekts einfach sinnlos, die gibt es da nicht. Auch die Lernregeln, nach denen wir Kontingenzen in der Welt draußen als miteinander verbunden interpretieren, also wenn A vor B kommt, dass wir sagen, A ist wahrscheinlich die Ursache von B, oder wenn es gleichzeitig kommt, dass die korreliert sind durch andere Ursachen, sind Setzungen von uns, die aufgrund von molekularen Vorgaben, die die Verbindung zwischen Nervenzellen aktivitätsabhängig regeln, in uns hineingelegt worden sind. Wir machen das so, ob die Welt sich dran hält. Zum Überleben war es offenbar sinnvoll. Schwer zu ertragen ist die Vorstellung, dass das möglicherweise auch für die Regeln des logischen Schließens gelten könnte. Es gibt zumindest keinen Hinweis darauf, dass es nicht auch dafür gelten könnte, dass also auch diese Regeln idiosynkratischer Natur sind, angepasst an die mesoskopische Welt. Das wird dann zum großen Problem, wenn man einfach durch Anwenden von logischen Argumenten, was in der Philosophie zum Beispiel eine Hauptbetätigung ist, über die Welt etwas erfahren will. Vielleicht taugt das Instrument ja gar nicht zur Verallgemeinerung, aber wir wissen es nicht. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Beispiele geben, die Ihnen klar machen sollen, wie mächtig diese installierten Vorerwartungen und wie mächtig dieses installierte Vorwissen ist bei der Interpretation von Sinnessignalen. Sie kennen das alles, das sind diese Modeln, mit denen man die kleinen Schokoladenkugeln machen kann. Vor Weihnachten sind die populär. Und Sie sehen auf der linken Seite die Innenseite von diesem Model, das sind die Vertiefungen. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Rückseite von dieser Model mit den Protrusionen, die sind nach außen gerichtet. Nun, wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie entdecken, dass das genau die gleichen sind, wobei das rechte einfach auf dem Kopf steht. Trotzdem haben Sie diesen starken Eindruck, links seien die Vertiefungen seien konkav und rechts seien sie konvex. Das kommt einfach daher, dass Sie auch die Schatten sehen und Sie die Vorannahme machen, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass das Licht von oben kommt. Und wenn das Licht von oben kommt, dann ist der Schatten oben bei etwas, was konkav ist, und der Schatten unten bei etwas, das konvex ist. Also sehen Sie das eine konkav und das andere konvex, obwohl es ich kann das Dia herumdrehen, dann würde das linke konkav werden und das rechte wieder konvex.
Hier wird also eine Vorannahme gemacht, die ist implizit. Sie wissen nicht, dass Sie diese Annahme machen, und die bedingt, dass Sie das sehen, was Sie da sehen. Noch ein bisschen aufregender ist dieses Beispiel hier. Ich behaupte jetzt mal, dass die Quadrate A und B, oh ja, sehr schön, gleich hell sind. Und Sie werden sich natürlich sagen, nein, das kann nicht sein, ich sehe ja B viel heller als A. Was sagt er denn da? Jetzt will ich Ihnen zeigen, dass ich da nicht schummle, sondern ich decke jetzt einfach ein bisschen was von dem Kontext ab. Ich tue nichts mehr als nur den Kontext wegnehmen. Und da sehen Sie, dass die gleich hell sind. Warum ist das so? Weil sie gleich hell sind, kommt von A und B die gleiche Menge von Photonen ans Auge. Nun sieht aber das Gehirn als Ganzes diese grüne Säule und den Schatten, den die wirft. Und dann rechnet das Gehirn, ohne dass Ihnen das klar wird. Wenn über B ein Schatten liegt und von B aber genauso viele Photonen zurückkommen wie von A, dann muss B heller sein. Und rechnet Ihnen das B einfach hell und serviert Ihnen das Ergebnis dieses Rechenexempels als Primärwahrnehmung, an der Sie nicht zweifeln würden. Und immer noch nicht zweifeln, denn Sie sehen das so. Auch wenn Sie jetzt wissen, warum Sie das so sehen, können Sie trotzdem das B nicht schwarz rechnen. Und so müssen Sie sich vorstellen, geht es mit allen Wahrnehmungen, derer Sie fähig sind. Es wird immer vom Gehirn aufgrund des dort vorhandenen Vorwissens, der dort verankerten Hypothesen, aus den Sinnessignalen, die angeliefert werden, die plausibelste Lösung berechnet. Und das wird Ihnen dann als Primärwahrnehmung präsentiert, an der Sie nicht zweifeln. Das hat wichtige Konsequenzen, auch sozialpolitischer Art. Denn Sie hatten ja nun gerade gesehen, übrigens auf diese Illusion fallen natürlich auch unsere nächsten Nachbarn, die Primaten, rein. Die haben die gleichen Vorerfahrungen gemacht, das heißt, die Gehirne sind gleich ausgelegt. Das ist natürlich nicht so mit Vorerfahrungen, die nicht in der Evolution akquiriert worden sind, sondern zu Lebzeiten. Also für alles das, was in den frühen Kindheitsphasen geprägt worden ist, was auch als implizites Wissen vorrätig ist, was auch unsere Wahrnehmung beeinflusst, das variiert jetzt aber, wenn es sich zum Beispiel um kulturelle Prägung handelt. Und man braucht dieses geprägte Vorwissen genauso, um zum Beispiel soziale Realitäten interpretieren zu können. Und jetzt kann es eintreten und tritt auch ein, wie wir wissen, dass die früh geprägten Erfahrungen bei Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedlich sind. Das verwundert mich. Und dass die deshalb die gleiche Situation, und dabei handelt es sich in aller Regel dann um komplexere Wahrnehmungsvorgänge, nämlich die Wahrnehmung von sozialen Interaktionen, auf völlig unterschiedliche Weise wahrnehmen, aber jeder für sich so überzeugend als wahr, wie sie dieses helle und das schwarze dunkle Quadrat wahrgenommen haben. Das heißt, man kann über solche Primärwahrnehmungen nicht diskutieren. Es hat überhaupt keinen Sinn, jemanden ausreden zu wollen, dass das nicht so ist, wie er es wahrnimmt. Ich habe Ihnen ja auch nicht ausreden können, dass das helle Quadrat genauso dunkel ist wie das dunkle. Nun gibt es aber in diesem Fall kein Tertium Comparationis. Es gibt keine Möglichkeit nachzumessen, was der Fall ist, sondern es gibt nur wieder ein Urteil von irgendjemandem, der da auch drauf schauen muss, der seinerseits geprägt ist und nicht weiß, wie er geprägt ist. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, in solchen Fällen zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Und das sollte einen nachdenklich stimmen, wenn man über Toleranz nachdenkt. Denn was wir so gewohnt sind im Alltagstoleranzbegriffsverständnis, dass wir sagen, naja, es gibt da Minderheiten, die sehen die Welt ganz anders und auch die sozialen Interaktionen interpretieren die ganz anders, aber wir sind die Mehreren, wir haben schon recht und solange die uns nicht stören, ist das ja gut. Das geht natürlich nicht, sondern man muss im Grunde allen das gleiche Recht zubilligen, dass das, was sie wahrnehmen, zutreffend ist, ihre Wahrheit ist und kann eigentlich nur dann einschreiten, wenn dieses Reziprozitätsverhältnis nicht eingehalten wird. Also wenn der Respekt der jeweiligen Minderheiten vor den Mehrheiten und der Mehrheiten vor den Minderheiten verletzt wird, dann kann man sanktionieren. Aber nicht einfach, weil man der Meinung ist, stimmt ja nicht, was der wahrnimmt. Die Frage ist jetzt, wie sich unsere Gehirne, ich hatte vorhin was übersprungen, das passte hier irgendwie nicht so richtig rein, aber ich muss es gleich trotzdem noch sagen. Aufgrund dieser
exzessiven epigenetischen Prägung der Architektur unserer Gehirne sind unsere Gehirne verschieden von denen, die unsere höhlenbewohnenden Vorfahren im Kopf getragen haben, obgleich die genetische Ausstattung sich seitdem unwesentlich verändert hat. Aufgrund unserer Einbettung in die sehr komplexe soziokulturelle Welt, in der wir erzogen werden, aufgrund der Erziehung, die wir genießen, werden unsere Gehirne andere Architekturen haben, im Feinen, nicht im Groben. Und zwar durch diese epigenetischen Prägungsvorgänge. Weshalb wir mit Fug und Recht annehmen können, dass wir erstens anders sind als die, und zweitens zeigt uns das, wie unglaublich wichtig die Erziehung ist von unseren Kindern. Mensch ist das einzige Wesen, das in der Lage ist, intentional zu erziehen, also vorsätzlich die Nachgeburt zu instruieren. Das können Primaten nicht. Die Affenmutter, die klopft Nüsse auf mit Steinen und der Kleine macht das nach, die imitieren. Aber der schlägt sich die Finger blutig und die Mutter kommt nicht auf die Idee, ihm die Hand zu führen oder ihm zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert, sondern macht einfach weiter, bis es entweder schafft oder nicht schafft. Menschen können intentional erziehen, weil sie eine Theorie des Geistes haben, sich also vorstellen können, was im Kopf des anderen vor sich geht. Es ist ein Privileg, das wir haben und das man gar nicht ernst genug nehmen kann, weil der ganze Unterschied zwischen den Höhlenbewohnern und uns aufgrund dieser epigenetischen Prägung unserer Gehirne zustande gekommen ist. Und das muss man immer und immer wiederholen, wenn darüber geredet wird, ob man jetzt hier noch ein bisschen spart und da noch ein bisschen spart, weil man eben die Sparprogramme in der Erziehung erst zwei Generationen später merkt. So. Wie also konstituieren sich die Wahrnehmungen in unserem Gehirn, nachdem sie auf diese Weise vorbereitet worden sind durch Interpretation. Und da stellt sich die Frage, gibt es irgendwo im Gehirn einen Beobachter, der sich diese Ergebnisse anschaut und dann zum Schluss kommt? Und hier ist der Punkt, wo unsere Intuition, unsere Introspektion sich radikal unterscheidet oder die Ergebnisse von Introspektion sich radikal unterscheiden von dem, was die Neurobiologie zutage fördert. Ich denke, ich spreche im Sinne von Ihnen allen, dass wir das Gefühl haben, dass es in unserem Gehirn irgendwo eine zentrale, relativ autonome Instanz gibt, das sogenannte Ich, das bewertet, wahrnimmt, entscheidet, koordiniert, Handlungen initiiert und das kreativ ist. Und diese Vorstellung hat die abendländische Geistesgeschichte von Anfang an durchzogen. Die Stoiker haben ein bisschen gezweifelt an dieser Interpretation. Aber alle philosophischen Schulen, ob jetzt dualistische oder monistische, haben alle eine zentrale Instanz gefordert. Das hier ist ein Beispiel von Descartes, der die Epiphyse dafür ausgesucht hat, weil das ein Organ ist, das nur einmal im Gehirn vorkommt. Die Hypophyse kommt auch nur einmal vor. Die hat er aber nie gesehen, weil seine Studenten, als sie die Hirne geholt haben, die er untersucht hat, die immer abgerissen haben. Die muss man nämlich sorgfältig rauspräparieren. Und so wurde es halt die Epiphyse und nicht die Hypophyse. Aber beides wäre falsch gewesen. Denn die wissenschaftliche Sicht ist eine ganz andere. Wir sehen das Gehirn als ein extrem distributiv oder parallel organisiertes System, das sich selbst organisiert, das alle Eigenschaften eines komplexen Systems im technischen Sinn hat und das mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr nicht linear operiert, indem es keine übergeordnete Instanz gibt, keinen Beobachter, keinen Beweger, keinen Entscheider, sondern das, was da an Leistungen herauskommt, sind emergente Eigenschaften des Gesamtsystems. Kurz zur Rekapitulation, wenn man auf ein Großhirn des Menschen draufschaut, dann sieht man, die sind hier farbig dargestellt, eine ganze Menge von Arealen, die sich mit unterschiedlichen Funktionen befassen. Ich möchte aber betonen, der Aufbau der Großhirnrinde ist überall sehr, sehr ähnlich und die unterschiedlichen Funktionen kommen dadurch zustande, dass unterschiedliche Informationen eingespielt wird oder die Areale irgendwo anders, also an verschiedene Orte projizieren. Und wie man aus Läsionsstudien weiß und durch viele, viele Tierversuche, lassen sich diese Areale ganz bestimmten Funktionen zuordnen. Sehfunktionen, Hörfunktionen, Sprachdekodierung, Planen,
Speicherung von moralischen Inhalten und so weiter. Also alles, was wir können, lässt sich irgendwo zuordnen. Und wir wissen inzwischen, dass es nicht einzelne Areale sind, die bestimmte Funktionen erfüllen, sondern immer ganz komplexe Netzwerke, die ad hoc konfiguriert werden. Ein Beispiel für die extrem komplexe Verschaltung zwischen diesen Arealen, was Sie hier sehen, ist das Ergebnis einer Meta-Analyse, wo man die konfirmierten Verbindungen zwischen Großhirnrindenarealen, die jetzt als rote Punkte dargestellt sind, aufgezeichnet hat. Das sind alles mächtige, reziproke neuronale Verbindungen. Da laufen also Tausende und Abertausende von Fasern, die die Neuronen in diesen Arealen miteinander verbinden. Und hier sehen Sie nur die Areale, die sich beim Affen, beim Makaken mit der Analyse der Signale aus dem Auge befassen und noch ein paar exekutive Areale, die mit der Steuerung von Aufmerksamkeit zu tun haben. Und Sie sehen, wie abenteuerlich komplex dieses Netzwerk ist. Und Sie sehen auch, dass es da drin keinen wirklichen Anhaltspunkt für eine Konzernzentrale gibt. Es gibt da keinen zentralen Ort, wo angeschafft werden könnte. Diese Verbindungen lassen sich, oder diese Konnektome, wie wir sagen, oder Architekturen lassen sich statistisch analysieren, und dann findet man, dass es sich um ein sogenanntes Small World Network handelt. Die kennen Sie, das Internet hat sich so selbst organisiert, soziale Systeme sind so aufgebaut, Flugroutennetze sind ähnlich. Und solche Netzwerke stellen einen Kompromiss dar zwischen, jeder ist mit jedem verbunden. Das würde bei 10 hoch 11 Neuronen sehr, sehr viel Verbindungen erfordern, die auf ein einzelnes Neuron konvergieren. Das geht nicht. Man könnte nur Nachbarn miteinander verbinden, dann bräuchte man aber unendlich viele Umsteigestellen, wenn man von einem Ort zum anderen kommen will. Oder man randomisiert diese Verbindungen, das ist schon besser, indem man sie einfach erwürfelt. Oder man findet, wie die Evolution das getan hat und wie auch das Internet das von sich aus gefunden hat, einen optimalen Kompromiss, viele Verbindungen zwischen nächsten Nachbarn, aber dann ein paar strategische Langstreckenverbindungen. Und diese Netzwerke sind so organisiert oder optimiert, dass man mit einer minimalen Zahl von Umsteigestellen und minimaler Wegstrecke von überall nach überall hinkommen kann. Also dieses Gehirn, diese Großhirnrinde ist auf diese Weise vernetzt, sodass, wenn an einem Ende etwas passiert, das ganze Gehirn im Prinzip sehr schnell das erfahren kann. Das ist so ein Beispiel für so ein Netzwerk. Sie sehen, es gibt viele Nachbarschaftsverbindungen zwischen diesen Knoten, aber dann gibt es ein paar strategische Langstreckenverbindungen zu einem neuen Knoten. Ganz so ähnlich wie das Fliegen von New York nach Graz. Man steigt halt in Frankfurt um und dann ist man schon da. Jetzt ist die Frage, wenn es im Gehirn kein singuläres, übergeordnetes Zentrum gibt, wie entstehen dann überhaupt kohärente Wahrnehmungen? Wie entscheidet sich so ein System? Wie kann es Aktionen planen? Und vor allen Dingen, wie konstituiert sich in so einem System das wollende Ich? Denn Sie müssen sich vorstellen, ein kleines Gedankenexperiment, das ist jetzt die Zusammenfassung der Sinnessysteme im Katzenhirn. Das sieht bei Menschen genauso aus, ein paar Größenordnungen komplexer, aber das Prinzip ist dasselbe. Hier sind die schwarzen Punkte, stehen für einzelne Areale der Hirnrinde, und zwar die sich mit dem Sehen befassen. Die hier mit dem Tasten, die hier mit dem Hören, und die hier gehören zum limbischen System. Das ist ein System, das den Wahrnehmungsinhalten emotionale Konnotationen hinzufügt. Also, wenn das Gesamtsystem einen Hund sieht, dann ist es die Aufgabe des limbischen Systems herauszufinden, ist der jetzt bedrohlich oder ist er friedlich, muss ich weglaufen, kann ich ihn streicheln. Jetzt kann man sich überlegen, wie in so einem System ein kognitives Objekt repräsentiert wird. Denken wir mal an einen bellenden Hund. In dem Fall sind alle Areale, und das sind eben tausende von Neuronen in diesen verschiedenen Hirnrindenarealen, aktiv, die sich mit der Dekodierung des visuellen Signals befassen. Die Textur des Hundes, seine Größe, sein Ort im Raum, die Art, wie er sich bewegt, was er für eine Farbe hat und so weiter. Wenn man den Hund gleichzeitig noch betastet, dann würden auch alle Areale, die mit dem Tastsinn in Verbindung stehen, aktiviert und würden versuchen rauszukriegen, was das Fell für eine Textur hat und so weiter. Und wenn er bellt, dann würden die auch noch aktiv werden und dieses Gebell analysieren. Und die hier sind sowieso aktiv und fügen dem Ganzen emotionale Konnotationen hinzu. Das ist die Verbindungsarchitektur zwischen diesen Arealen. Sie sehen wieder, da gibt es keinen
übergeordnetes Zentrum, wo das alles gesammelt würde, sondern es ist alles nur reziprok miteinander verbunden. Und die Frage ist jetzt, wo in diesem Gehirn ist denn dieser Hund repräsentiert? Und die Antwort ist, das nicht weiter reduzierbare Äquivalent oder die nicht weiter reduzierbare Repräsentation dieses Hundes ist eine unglaublich komplexe raumzeitliche Wolke von Aktivität, die hier durch schweigende und aktive Nervenzellen aufgebaut wird, die sich wahrscheinlich in der Zeit auch noch verändert, also eine Trajektorie darstellt und nicht nur ein stationäres Muster ist. Und das ist die Entsprechung dessen, was der Hund in Ihrem Gehirn auslöst. Und Sie nehmen dann auf wunderbare Weise einen konkreten Hund wahr, den Sie kennen und vor dem Sie vielleicht nicht davonlaufen müssen. Soweit etwa sind wir im Augenblick. Ist nicht sehr befriedigend. Diese Sicht bringt jetzt eine Fülle von Folgeproblemen nach sich. Wenn wir eine Zentrale hätten, in der alles zusammengeführt wird, dann könnte man sich denken, gut, da ist irgendwo eine Nervenzelle, die wird nur dann aktiv, wenn ein Hund da ist, und zwar ein ganz bestimmter Hund. Nun können Sie sich gleich vorstellen, das kann nicht gehen, denn Sie können nicht für alle Objekte dieser Welt, vor allen Dingen nicht für die, die Sie noch gar nicht kennen, Nervenzellen vorgesehen haben, die dann und nur dann aktiv werden, wenn dieses Objekt da ist. Also die Frage ist, wie wird in so einem verteilten System gebunden, was zusammengehört, und getrennt, was getrennt gehalten werden muss? Denn man muss jedes Mal sorgfältig kopieren, bevor man Objekte überhaupt identifizieren kann. Wenn Sie sich das hier anschauen, das ist eine realistische Szene in der Steiermark, jetzt wo es ausapert, Pferde sind zum ersten Mal draußen und Sie haben braune Flecken von der Wiese und Sie haben braune Flecken von dem Pferd und Sie haben weiße Flächen und Sie haben weiße Flächen vom Schnee. Jetzt muss das Sehsystem es irgendwie schaffen, die richtigen weißen Flächen mit den richtigen braunen Flächen zusammenzubinden und nicht etwa diesen braunen Fleck mit dem braunen Fleck der ausapernden Wiese da hinten. Das machen unsere Gehirne sehr virtuos. Wenn ich Ihnen jetzt genug Zeit gebe, dann kriegen Sie da 7 Pferde raus. Das heißt, es muss nach bestimmten Regeln sortiert werden, was vermutlich zusammengehört. Dazu braucht man wieder Vorwissen. Man muss wissen, wann Konturen möglicherweise zusammengehören und wann nicht. Solche Kriterien sind zum Beispiel Kontinuität oder Ähnlichkeit im Merkmalsraum, was hier allein nicht ausreicht. Denn wenn die gleich dunkel sind, müssen sie trotzdem getrennt gehalten werden. Es gibt ungefähr einen Satz von 15 Regeln, die die Gestaltpsychologen herausgearbeitet haben. Die Frage ist nun, wie passiert das im Gehirn? Das muss sich ja irgendwie selber organisieren auf der Basis der vorgegebenen Verschaltungen. Denn mehr ist da ja nicht. Und da gibt es seit einigen Jahren die Hypothese, dass das dadurch geschieht, dass das System in der zeitlichen Dimension kodiert und das zusammenbindet, was zusammengehört, indem es die Aktivitäten der Nervenzellen zeitlich korreliert macht, synchronisiert oder ihnen eine bestimmte Phasenbeziehung aufprägt. Das geht natürlich nur dann, wenn die Aktivität von Nervenzellen irgendeine Zeitstruktur aufweist. Und das tut sie, und das sind die einzigen zwei Bilder, wo Sie mal was aus der Wirklichkeit sehen. Wenn man von einer Gruppe von Neuronen ableitet, dann sieht das für den Neurophysiologen, der das auf dem Oszillographenschirm anschaut, so wie diese Nadeln aus. Und weil hier gleichzeitig kleine und große Nervenzellen abgeleitet sind, gibt es große Nadeln und kleine Nadeln. Die treten hier so gruppiert auf, wie Sie sehen, und rhythmisch. Das heißt, diese Gruppe von Nervenzellen, die entlädt etwa in der Frequenz von 40 Hertz rhythmisch, wenn sie adäquat aktiviert werden. Und man findet in fast allen Hirnstrukturen solche rhythmischen Muster in ganz unterschiedlichen Frequenzbereichen. Und man findet auch, dass diese rhythmischen Muster synchronisieren können, dass die also die Nervenzellengruppen, die schwingen, aber sie können nun völlig außer Phase durcheinander schwingen, aber sie können sich auch synchronisieren und dann sehr schön phasenstabil miteinander oszillieren. Und eine Vermutung ist, dass dieses in Phase ziehen, dieses Synchronisieren genutzt wird, um Neuronen, die miteinander zu tun haben, die für die gleichen semantischen Inhalte kodieren, die kopiert werden müssen, um ein Objekt zu beschreiben, auf diese Weise temporär zu binden. Immer noch ein Gegenstand sehr aktiver Forschung, aber es spricht vieles dafür, dass zumindest im Prinzip so etwas Ähnliches passiert. Das sehen Sie dann
wenn Sie die Aktivitäten von zwei Nervenzellen nehmen, diese Entladungen und die korrelieren, dann kriegen Sie solche wunderschönen oszillierenden Kreuzkorrelogramme, wie wir das nennen. Das weist dann darauf hin, dass die sehr häufig zeitgleich aktiv sind, ihre Aktionspotenziale generieren und nach einer bestimmten Zeit machen Sie das wieder und dann machen Sie es wieder. Ich will es damit bewenden lassen. Es könnte sein, dass dieser Mechanismus benutzt wird, um die Zellen, die sich mit dem einen Pferd befassen und die Zellen, die sich mit dem anderen Pferd befassen, so miteinander zu korrelieren, dass das für andere Hirnstrukturen, die das ja nun weiterverarbeiten müssen, ersichtlich ist, wer da gerade zusammengehört. Und wer zusammengehört, das wird festgelegt durch die Gruppierungskriterien, die ihrerseits wieder in der Architektur vorverdrahtet sind. Durch gelernte Symmetriebrechungen, genauso wie durch evolutionär eingeprägtes. Denn viele dieser Gestaltprinzipien, nach denen wir Objekte definieren, haben natürlich auch unsere Nachbarn Tiere, weil die gleichen Objektregeln anwenden. Also folgt, dass Inhalte, kognitive Inhalte, durch Assemblies nennen wir das, also durch eine Gruppe von sehr vielen vorübergehend miteinander verbundenen, gemeinsame Aktionen machende, gemeinsame Sachen machende Neurone kodiert werden. Wobei jedes einzelne nur Teilaspekte dieses Objektes kodiert und deshalb durch Rekombination mit anderen wieder bei der Kodierung von ganz anderen Objekten mitverwendet werden kann. So kann man mit einer endlichen Zahl von Neuronen durch die Kombinatorik praktisch unendlich viele Inhalte repräsentieren. Und das ist, was wir leisten müssen, weil sie praktisch alles erkennen können, was man ihnen zeigt. Das gilt und muss für alle Inhalte gelten. Also alle Prozesse, ob sie nun bewusst sind oder unbewusst, also Wahrnehmungen, Denkprozesse, Fühlen, Entscheiden, müssen auf solchen komplexen raumzeitlichen Erregungsmustern innerhalb ad hoc konfigurierter funktioneller Netzwerke ausgedrückt werden. Immer sehr viele Neuronen dabei können an ganz unterschiedlichen Stellen im Gehirn lokalisiert sein. Dann, das hatte ich schon angedeutet, muss der jeweilige Zustand des Gesamtsystems vom unmittelbar vorausgehenden Zustand abhängen, Kausalgesetz gilt, und von der Gesamtheit der gerade von außen einwirkenden Aktivitäten. Also wenn ich jetzt gerade einen Befehl bekomme, tu das nicht, wird der natürlich vom Gehör dekodiert und als Kommando semantisch verstanden und kann dann Einfluss nehmen auf den Gesamtzustand des Systems und dafür zu führen, dass etwas, was hätte getan werden sollen, eben nicht passiert. Ganz selten wird es vorkommen, dass zwei mögliche Folgezustände gleich wahrscheinlich sind. Und dann kann mal der Zufall entscheiden, ob es hier lang geht oder ob es da lang geht. Aber in aller Regel möchte man, dass das Gehirn deterministisch funktioniert. Denn nur dann kann es seine Aufgabe erfüllen, den Organismus sicher durchs Leben zu bringen. Denn es muss konsistent dafür sorgen, dass vor einem Löwen davongelaufen wird, wenn er eine bestimmte Entfernung hat. Und nicht mal so, mal so. Es gibt solche Fälle, wo zwei Lösungen gleich wahrscheinlich sind. Ein Beispiel haben Sie hier, es gibt unendlich viele solche Situationen. Hier kann sich Ihr Gehirn kann es zu zwei Lösungen konvergieren. Entweder zu der Lösung, dass die Figuren, die Objekte, die Schwarzen, schwarz sind. Dann sieht es zwei Gesichter, die sich anschauen. Es kann aber auch zu dem Schluss kommen, dass das Objekt weiß ist. Und dann sieht es die Vase und in dem Moment sieht es aber nicht die Gesichter. Das flippt dann so hin und her. In solchen Fällen entscheiden also Zufälligkeiten oder wenn man lang genug die Vase gesehen hat, dann werden die Neurone, die dafür kodieren, etwas müde und dann wird die Wahrscheinlichkeit wachsen, dass man das hier sieht und das wechselt dann so ab. Jetzt kommt das Problem mit dem freien Willen, dass eine Entscheidung natürlich den gleichen Prinzipien folgen muss, wie die Konstituierung der Repräsentation einer Wahrnehmung. Beim Wahrnehmen muss ständig entschieden werden, was am plausibelsten ist, was zutreffend ist, was den Randbedingungen, die durch die sensorischen Signale vorgegeben werden, am besten entspricht. Und bei der Entscheidung ist es ganz genauso. Da gibt es Variablen, die müssen miteinander in Bezug gesetzt werden und dann fällt die Entscheidung, die den besten Kompromiss für die bestehende Variablen-Situation darstellt. In neurobiologischen Termen drückt sich das dann so aus, dass entweder ein Ensemble von zwei möglichen gewinnt und sich durchsetzt oder
vielleicht auch einige Neurone, die miteinander im Wettstreit stehen, sich gegenseitig hemmen wollen. Und dann wird eins gewinnen und das andere wird verlieren. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Was ist die neuronale Signatur einer Entscheidung? Vermutlich, klingt jetzt ein bisschen abgehoben, ist es ein Ort in diesem hochdimensionalen Zustandsrahmen, den Gehirne einnehmen können. Sie können sich ja vorstellen, dass ein System, das aus 10 hoch 11 Neuronen besteht, die alle dynamisch miteinander wechselwirken, ein ganz hochdimensionaler, nicht vorstellbarer Raum entsteht. Und in diesem Raum befindet sich das Gehirn zu jedem Zeitpunkt irgendwo und wandert da die ganze Zeit hin und her. Und wenn eine Entscheidung fällt, dann ist es hier, und wenn eine andere Entscheidung fällt, wäre es da. Sucht sich also immer die konsistentesten Orte aus. Nun ist natürlich die Frage, woher weiß das System, dass es ein konsistentes Ergebnis erzielt hat oder ob es noch dabei ist zu rechnen. Und wir wissen, dass es in der Tiefe des Gehirns mit dem limbischen System in Verbindung stehende Systeme gibt, die in der Lage sind, Hirnzustände zu bewerten. Und wenn das eintrifft, was erwartet worden ist, dann belohnen diese Systeme. Wenn das eintritt, was unerwartet ist, dann erlauben die Lernvorgänge. Das kann aber mit unguten Gefühlen verbunden sein. Kurz und gut, es gibt im Gehirn Bewertungssysteme, die festlegen oder uns vermitteln, und sich selbst natürlich auch, wann ein Ergebnis gefunden ist. Und in der Regel weiß man sogar noch, wie zuverlässig das Ergebnis ist. Das sind stammesgeschichtlich alte Systeme, weil die offenbar sehr wichtig sind. Die sind in der Tiefe des Gehirns und werden insgesamt so mit dem limbischen System gleichgesetzt, also dem Ort auch, in dem die unguten Gefühle entstehen. Wenn eben etwas nicht aufgeht, wenn etwas nicht stimmt, wenn eine Entscheidung nicht konvergieren will, ist das immer mit dem Gefühl der Unruhe, des Nicht-Fertigseins verbunden. Jetzt kann man sich selbst zurechtlegen, wie man mit der Frage des freien Willens umgehen möchte. Wenn Entscheidungen neuronalen Zuständen entsprechen und diese notwendige Folge von Vorgeschichte und Kontext sind, dann ist auch die Entscheidung notwendige Folge. Das widerspricht dem pragmatischen Satz der Juristen, insbesondere der Strafrichter, die sagen, ein Mensch hätte im Moment der Entscheidung oder der Tat auch anders entscheiden oder handeln können, und deshalb ist ihm Schuld zuzuschreiben, falls er bei ungetrübtem Bewusstsein war, und weil er schuldig ist, kann ich ihn belangen und so weiter. Das ist die Argumentationslinie, die in der Juristerei verfolgt wird. Sie werden aber gleich sehen, dass sich daran fast nichts ändern wird, nur die Betrachtungsweise des Täters wird sich ändern. Und da muss man noch berücksichtigen, dass daraus nicht folgt, dass man von Geburt an festgelegt ist hinsichtlich dessen, was aus einem wird und was man tut, weil die Dynamik von Nervennetzen nicht linear ist. Im Gehirn tickt kein Uhrwerk, und es ist, wie ich Ihnen gesagt hatte, auch kein Computer, sondern es ist ein komplexes, nicht lineares System, und solche Systeme haben die Eigenschaft, dass zwar die Übergänge von einem Zustand in den nächsten durchaus deterministischen Regeln, Kausalgesetz folgen. Das aber aufgrund der Dynamik, der nichtlinearen Dynamik, schon nach wenigen solchen Schritten nicht mehr voraussagbar ist, wo das System landen wird. Das heißt, die Systeme sind hinsichtlich ihrer Entwicklung im Nachhinein kausal erklärbar. Aber daraus folgt nicht, dass sie voraussagbar wären. Und deshalb sind zwei Aussagen kompatibel. Die eine ist, im Augenblick des Entscheidens gab es keine Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Aber wie sich eine Person entscheiden wird, ist grundsätzlich nicht festgelegt und eruierbar. Das heißt also, trotz geltender Kausalität ist Raum in diesem System für Unvorhergesehenes, für Neues, für Kreativität und für Veränderbarkeit. Das muss man einfach im Kopf behalten. Jetzt komme ich nochmal zurück zu der anderen Lesart, und dann will ich aufhören und dann können wir diskutieren. Und dann habe ich zwei Bifurkationen. Wir können entweder diese freie Willengeschichte weiterverfolgen oder ich kann Ihnen auch, wenn Sie Zeit und Lust haben, noch ein bisschen was sagen
dass all dieses, was wir da tun, nicht nur zerebrale Gymnastik ist, sondern natürlich auch Konsequenzen hat für die möglicherweise Diagnostik von Erkrankungen und was bei bestimmten Erkrankungen wie Autismus und Schizophrenie nicht richtig funktioniert. Aber um die freien Willensgeschichte jetzt zunächst mal vortragshalber abzuschließen, ohne weitere Folien. Die Betrachtungsweise der Neurobiologen wäre, der Mensch hat in dem Moment, wo er sich entschieden hat, nicht anders entscheiden können. Wenn das eine kriminelle Handlung war, hat er Pech gehabt, weil seine Hirnarchitektur ihm offenbar in dem Moment nicht erlaubt hat, sich so zu verhalten, dass er nicht aneckt. Natürlich ist er zuständig für diese Handlung, sie muss ihm zugeschrieben werden, er ist damit verantwortlich dafür und deshalb hat die Gesellschaft drumherum natürlich auch das Recht und die Verpflichtung einzuschreiten. Genauso wie man das mit Kindern tut, denen man auch keine Verantwortung zuschreibt und trotzdem erzieht man sie. Da ist die erste Inkonsistenz. Es führt zu einer anderen Betrachtungsweise der Täter. Und das möchte ich noch mal kurz erläutern. Und das ist ein wirklich problematisches Feld, an dem sich die Juristen jetzt abarbeiten müssen. Denn wir würden behaupten, wenn jemand etwas tut, was er tut, und wenn das nicht gut ist, dann hat er ein Gehirn, das ihm nicht erlaubt hat, das besser zu machen. Und das kann nun viele Ursachen haben. Das kann genetische Ursachen haben, das kann durch die epigenetische Prägung passiert sein. Das können Ungleichgewichte im Augenblick gewesen sein. Das würde man aber rauskriegen, weil man untersucht, ob jemand anders, der zur Normalverteilung gehört, unter den gleichen Bedingungen Ähnliches getan hätte. Das machen die Juristen in der Regel. Und wenn man zu dem Schluss kommt, naja, das Gehirn von dem war in Ordnung, unter den Bedingungen hätte jedes andere Gehirn das auch gemacht, dann gibt es mildernde Umstände. Diese gibt es aber nicht, wenn das Verhalten sehr, sehr abwegig war. Weil man sagen würde, also unter den Bedingungen hätte jemand anders das mit Sicherheit nicht getan, also du bist ganz besonders schlechter Kerl. Nun gibt es Fälle, und da gibt es einen sehr prominenten aus den USA, wo ein Familienvater plötzlich im reifen Alter übergriffig geworden ist und angefangen hat, seine Töchter zu bedrängen. Ist natürlich sofort hart bestraft worden, ins Gefängnis gekommen und hat aber dann nach ein paar Monaten Kopfschmerzen entwickelt, Diagnose, er hat einen Frontalhirntumor. In der Gegend, wo die Leitungsbahnen laufen, die von den Zentren, wo die moralischen Verhaltensweisen oder Regeln abgespeichert sind, zu den Hemmzentren, die man braucht, um triebhaftes Verhalten zu unterdrücken, unterbricht. Da hat man diesen Tumor entfernt und der Familienvater hat sich wieder ganz normal verhalten und war natürlich sofort wieder zu Hause in seiner Familie integriert. Hat aber ein Rezidiv bekommen und dann ist dieses Verhalten wieder aufgetreten. Dann hat man nochmal operiert und seitdem weiß ich nicht, wie es weitergegangen ist. In dem Fall hat man gesehen, was das Problem war. Nun muss der Neurobiologe aber sagen, jemand, der etwas pikziert hat, was sehr ungewöhnlich ist, der muss auch irgendwas in seinem Gehirn anders haben, als jemand, der das unter den gleichen Bedingungen nicht getan hätte. Das kann eine Fehlverschaltung sein, das können abgeschwächte Kopplungen sein, das kann alles möglich sein. Wir sehen das noch nicht, weil unsere Instrumente so unscharf sind. Trotzdem muss ich davon ausgehen, irgendwas da drin ist anders als in anderen. Und jetzt ist die schwierige Frage, was mache ich denn, wenn ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin? Behandle ich alle als Patienten oder behandle ich nur die als Patienten, wo ich einen Tumor diagnostizieren kann? Und das ist eine ungelöste Frage, mit der wir zurzeit viel im Gespräch sind mit Juristen. Und das alles wird Konsequenzen haben für die Art, wie wir den Strafvollzug sehen. Weil es wahrscheinlich nicht angehen wird, die alte Lesart fortzusetzen, zu sagen, naja, der hätte sich ja auch anders verhalten können und weil er es aber nicht getan hat, ist er ein schlechter Mensch und deshalb schadet es nichts, wenn man wegsperren und das kann er ruhig ein bisschen leiden. Bei dieser Diskussion kommt auch noch zutage, dass es gar nicht stimmt, dass die Rechtsprechung die subjektive Schuld misst und daraus das Strafmaß berechnet, sondern, wie Sie leicht sehen können, bei lässlichen Übertretungen, man hat im Moment nicht aufgepasst, Attentional Blink hat jeder mal, fährt übers Rotlicht drüber, wird fotografiert, aber es passiert sonst nichts. Dann gibt es ein bisschen Punkte und Strafe.
Löst man aber einen Unfall mit Todesfolge und Invalidität aus, wird man wegen schwerer Körperverletzung oder sogar Totschlags verurteilt und kommt ins Gefängnis. Bei der gleichen subjektiven Lässlichkeit. Das heißt also, es wird auch die Tatfolge wird mit bewertet bei der Zurechnung von Strafmaß und nicht nur die subjektive Übertretungsschuld. Je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man mit den Juristen darüber diskutiert, umso mehr kommen wir zu dem Schluss. Unser Rechtssystem funktioniert wunderbar, wenn es eingehalten wird. Es ist sehr pragmatisch, befriedigt auch Gefühle der Wiedergutmachung. Man hat auch immer so ein bisschen das Opfer im Auge, das irgendwie nach Brauchtstrafe, damit die Tat gesühnt wird. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das alles Konstrukte sind, die eigentlich nicht haltbar sind. Und deshalb muss man sich bemühen, jetzt einen anderen Weg zu finden, den man besser rechtfertigen kann. So, jetzt habe ich aber genug palabert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann ja, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden, aber durchaus auch anspruchsvollen Vortrag. Würde ich sagen, also was mir jetzt da bei diesem letzten Themenkreis, der glaube ich ganz besonders spannend ist, was mir da durch den Kopf gegangen ist, würde das nicht der Gesellschaft eine zusätzliche Verantwortung beim Thema Erziehung aufbürden? Weil man, da müsste ja die Gesellschaft sozusagen sagen, naja, wenn der jetzt eine Fehlverschaltung hat, dann sind wahrscheinlich wir schuld, weil wir ihm damals nicht das Richtige beigebracht haben. Jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert. Kann man das so sagen? Naja, ich denke ja. Also in Grenzen. Es gibt sicher Fehlverhalten, das genetische Ursachen hat. Also bei bestimmten Triebstörungen muss man das annehmen. Aber es ist natürlich so, wenn jemand aufgrund seiner soziokulturellen Einbettung nie gelernt hat und hat lernen können, seine Impulse zu unterdrücken, auch das muss man ja üben, wenn er vielleicht sogar dafür belohnt worden ist, dann hat er Architekturen entwickelt, die ihm das als das Natürlichste der Welt erscheinen lassen, sich auf Kosten anderer durchzusetzen. Man kann es nicht durchgehen lassen, aber man muss sehen, dass alles Fehlverhalten Ursachen haben muss, die im Gehirn zu verorten sein müssen, denn wo denn sonst? Und die können nun vielfältige Ursachen haben. Und das Problem ist im Augenblick, dass wir die nicht aufdröseln können. Zwischen genetischem und epigenetischem lässt sich fast nicht unterscheiden, hatte ich ja angedeutet. Und dann kommt natürlich bei so einem komplexen System auch noch hinzu, dass das auch mal aus dem Gleichgewicht geraten kann. Genauso wie es mal einen epileptischen Anfall erzeugen kann, im hohen Fieber, kann das natürlich auch mal ein völlig absurdes Verhalten zutage legen, wenn es aus dem Gleichgewicht gekommen ist und dann im nächsten Moment ist es vielleicht wieder normal. Aber in diesen Fällen oder unter Medikamenteneinfluss und dergleichen spricht man ja, glaube ich, ohnehin auch jetzt schon von einem eingeschränkten freien Willen. Also in einer gewissen Weise gibt es ja diese Idee ja schon länger, ne? dass nicht immer der Wille frei ist, sozusagen. Ja, damit meint man eigentlich den Optionenraum. Wenn der sehr stark eingeschränkt ist, entweder weil ich nicht zur bewussten Deliberation in der Lage bin, also alle Argumente ausführlich miteinander in Wechselwirkung bringen kann, weil ich unter Alkoholeinfluss stehe oder weil ich völlig übermüdet bin, dann sagt man, ja, der war nicht in der Lage, aufgrund dieser Bedingungen mit hinreichender Rationalität zu urteilen. Und dann gibt es vielleicht mildernde Umstände. Aber auch, weil man eben sehr stark die Schuldfähigkeit festmacht an der bewussten Deliberation. Man setzt voraus, der Täter hat in dem Moment, wo er es getan hat, für den Fall, dass genügend Zeit war, einfach die Argumente sammeln können, die er braucht, um die beste Entscheidung zu treffen. Auch das ist ein Irrtum. Denn Sie können nicht unter bewusster Kontrolle Argumente aus Ihrem Unterbewusstsein holen, in beliebiger Weise. Das sehen Sie schon daran, dass wenn Ihnen plötzlich ein Name nicht einfällt, da können Sie noch so anstrengen, der kommt nicht. Und
ein Gehirn, das etwas tun will, nehmen wir mal einen Triebtäter oder so, das wird kaum dem Bewusstsein das Argument liefern, das dafür sorgt, dass es nicht getan wird. Sondern das wird einfach nicht bewusst werden. Und es werden all die Argumente, die man braucht, um es doch tun zu können, die werden im Bewusstsein aufscheinen. Ich wäre schon nicht erwischt, ich bin ja ein schlauer Typ, ich mache das so und so weiter. Ja, ich darf vielleicht doch Sie bitten, dass Sie sich beteiligen. Da hinten gibt es schon eine Wortmeldung, da ich weiß nicht, ungefähr 10. Reihe würde ich mal schätzen. Ja, noch ein Stück weiter vor. Genau. Wir können ja ein Mikrofon runtergeben. Herr Professor, in manchen Gerichtsfällen kommt es ja vor, dass der Täter zur Zeit der Tat für unzurechnungsfähig erklärt wird. Meist macht das nur ein einziger Sachverständiger. Ist das im Licht der Entwicklung der Neurologie, der letzten Gehirnforschungsresultate überhaupt noch haltbar? Sie sprechen ein wichtiges Problem an. Das war das Problem, das mich in Gang gesetzt hat bei diesen ganzen Überlegungen, weil ich dachte, es geht nicht an, dass die Gerichte die Verantwortung auf den forensischen Psychiater abwälzen und dem eine unlösbare Aufgabe übertragen. Denn im Nachhinein lässt sich das fast nicht mehr eruieren, wie die Bewusstseinslage in dem Moment war. Es sei denn, man hat toxikologisch irgendwelche Anhaltspunkte. Und es ist in der Tat so, dass dann das Urteil eines Einzigen, das in der Regel nicht auf sehr robusten Daten basieren kann und manchmal auch nicht gefällt werden kann, weil wir zu wenig über Hirnfunktionen wissen, abhängig gemacht wird. Also, wir müssen da einen Ausweg finden, aber es ist sehr schwierig, gerecht zu sein. Oder gerecht zu werden. Bitte, gibt es Fragen? Sehe ich jetzt nicht. Bitte. Eine Frage in den inneren Bereich gehend jetzt. Wo ist denn eigentlich so, oder wie läuft es ab, wenn jemand mit seiner eigenen Handlungsweise nach einer gewissen Zeit nicht zufrieden ist oder wenn man das zum Beispiel, ich bereue etwas, wie läuft das ab? Weiß ich nicht. Also was man weiß ist, dass man kann ja eine Zielvorstellung anerzogen bekommen zum Beispiel. Oder man kann sich auch selbst einen Vorsatz machen und der wird dann zwischengespeichert und wird dann für eine Weile zur Maxime des Verhaltens. Und wenn das nicht aufgeht, dann muss im Gehirn irgendeine konfliktträchtige Aktivitätskonstellation erzeugt werden, die von den Bewertungssystemen als ungut empfunden wird. Und dann probiert man halt so lange rum, bis dieser Knoten aufgelöst wird. Aber viel mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Es gehen solche unangenehmen Zustände mit der Aktivierung von Systemen im limbischen System einher, die man kennt und die auch sonst aktiv werden, wenn was Ungemütliches passiert. Nur, dass man sich in dem Fall die ungemütliche Umgebung selbst macht. Darf ich da vielleicht eine kurze Zwischenfrage? Mir ist ja ein bisschen vorkommen, dieses Bewertungssystem übernimmt ein bisschen die Rolle, dieses Ich. Nein, weil das nichts über die Inhalte wissen muss. Das muss nur wissen, geht es jetzt auf oder nicht? Wobei es völlig gleichgültig ist, ob es sich da um eine Rechenaufgabe handelt oder um ein Ziel beim Weitspringen oder sonst was. Das braucht kein Wissen über die semantischen Inhalte haben. Das muss nur die Konsistenz von Zuständen erkennen können. Bitte, weitere Fragen. Sie haben eingangs erwähnt, dass eine Großhirnrinde von einer Katze kaum zu unterscheiden ist, oder ein kleines Stück Großhirnrinde von einer Katze kaum zu unterscheiden ist, oder überhaupt nicht zu unterscheiden ist von einer menschlichen. Jetzt neueste Forschungsergebnisse legen nahe, dass nicht nur die Komplexität der Großhirnrinde für unser besonderes menschliches Verhalten zuständig sind, sondern das Stützgewebe, die Astrozyten, also die Sternzellen. Man hat beispielsweise menschliche Astrozyten in Mäusehirne, in Mäuseembryonen initiiert und die haben dann die
ursprünglich Mäusezellen überwunden, und hauptsächlich sind die menschlichen Astrozyten dort gewachsen. Und diese Mäuse waren dann in Versuchen allen anderen Mäusen überlegen, in Intelligenzversuchen. Wie sieht das aus Ihrer bzw. aus europäischer Sicht aus? Denn diese Versuche wurden in Amerika gemacht. Also in der Regel gilt in Amerika und Europa diesbezüglich alles gleich. Also ich würde da meinen amerikanischen Kollegen schon vertrauen. Ich kenne die Studie nicht im Detail. Ich weiß also nicht, welche Leistungen da besser geworden sind, was Sie da gemessen haben. Sie haben völlig recht. Die Astrozyten sind von der Zahl her genauso groß wie die Neurone und beteiligen sich an ganz, ganz vielen neuronalen Prozessen, unter anderem an Lernprozessen, sind aber auch zuständig für die Aufrechterhaltung der Homöostase in diesem System. Sind lange Jahre vernachlässigt worden, weil man gedacht hat, die sind nur fürs Housekeeping da und beteiligen sich nicht an der Informationsverarbeitung. Ich könnte jetzt nicht einfach erklären, warum menschliche Astrozyten im Mäusegehirn diese Tiere generell intelligenter machen. Müsste die Studie kennen, ich habe sie nicht im Kopf. Ich weiß es nicht. Bitte da vorne in der dritten Reihe. Jetzt heißt das also, dass verschiedene Kulturen unter Umständen einen ganz anderen Begriff der Gerechtigkeit entwickeln. Wie sieht man in dem Zusammenhang eine einheitliche Definition der Menschenrechte zum Beispiel? Tja, wunderbarer Punkt. Das sind natürlich alles Setzungen, wie alle sozialen Realitäten. Alles das war ja nicht in der Welt, bevor wir angefangen haben, Kulturen zu erzeugen. Und haben damit nicht greifbare Entitäten erzeugt, für die wir auch keine Sinnessysteme haben. Es gibt für die sozialen Realitäten, haben wir keine fünf Sinne. Als die sich entwickelt haben, gab es die nicht. Wir haben aber gelernt, durch Rituale und durch gegenseitige Zuschreibung Namen zu finden für diese Entitäten. Und Gerechtigkeit ist so eine Verabredung, genauso wie die Inhalte von Glaubenssystemen. Die sind unglaublich wirkmächtig, die haben Kathedralen errichtet, aber sie sind Verabredungen und sind damit relativierbar. Und das Problem haben wir ja, dass das, was uns als Menschenrecht und Unumstößliches erscheint, was ja eine rezente Entdeckung ist, es war ja nicht immer so, dass das anderen Kulturen als, nein, warum denn nicht, entzündet sich an Fall der Todesstrafe, entzündet sich an vielen Fällen der Rechtsprechung bei ausgleichender Gerechtigkeit, wo ganz andere Maßstäbe herrschen. Und die Frage ist, wie viel von unserer Überzeugung dürfen wir nach außen tragen, missionarisch als das Alleingültige erklären? Es wird nur im Konsens gehen. Wir werden uns alle auf irgendwelche Menschenrechte einigen müssen. Aber ich bin da nicht zuständig. Es sitzen bestimmt Kulturanthropologen und Soziologen, die jetzt schmunzeln und gern was ganz anderes sagen würden. Bitte, ja. Ja, ich möchte in einen anderen Lebensbereich wechseln mit meiner Frage. Ich untersuche mit dem Hirnscanner Marketing-Effekte, also der Bereich Kommunikation. Und mir fällt auf, je länger ich mich mit Hirnforschung beschäftige, dass die Hirnforscher keine gehirngerechten Bücher schreiben, dass sie mit ihren Forscher-PS zu weit weg sind von der Lebensrealität der Menschen. Ich würde mal so den Bereich Wirtschaft, Kommunikation, Lehre auch hier betonen. Und meine Frage ist, warum ist es so schwierig für Hirnforscher, dieses Wissen oder diese PS auf die Straße zu bringen, den Menschen das Wissen einfach zu vermitteln in Form von Bildern, Geschichten, Analogien. Wir gehen oft unglaublich ins Detail, sodass viele Menschen kognitiv überlastet sind. Wir haben großartiges Wissen in den letzten Jahren eruieren können, vor allem aus Deutschland, aber mir persönlich fehlt sozusagen, dass man an die Lebensrealität der Menschen hier anknüpft. Und meine Frage ist, warum ist es so schwierig, Herr Professor? Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist.
Das ist die Folge von Vorsicht. Wir wollen nichts Falsches erzählen. Und gerade wenn ich den Bereich der Neuroökonomik, es gibt ja fast keinen lebensweltlichen Bereich mehr, der nicht mit dem Präfix Neuro versehen würde. Und wenn ich sehe, was die Mehr von den Spiegelneuronen angerichtet hat, die nichts anderes sind als ein Teil eines motorischen Systems, das für Nachahmung von Bewegungen zuständig ist. Die sind inzwischen verantwortlich für Nächstenliebe, Empathie, Theory of Mind und ich weiß nicht was alles. Da werden wichtige Entdeckungen der Neurobiologie und ich glaube in der Neuroökonomik ist es nicht viel anders, durch stille Poststrategien aus den Labors hinausgetragen, meistens in Englisch publiziert, ins Deutsche übersetzt, vereinfacht, damit es auch in der Tagespresse, weiter vereinfacht, damit es auch in den Hochglanzbroschüren und nochmal vereinfacht für Brigitte. Und dann kommen zum Schluss Sachen raus, die man nicht lesen möchte, wie das weibliche Gehirn und das männliche Gehirn, das linke Gehirn und das rechte Gehirn und lauter solcher Quatsch, der lebensweltlich ja, der wird benutzt, argumentativ, auch in der Werbung, um Sachen zu verkaufen. Das ist ein absoluter Unsinn. Und um das zu verhindern, halten wir uns zurück. Aber es nützt offenbar nichts. Wir sollten selber schreiben, aber man kann nicht alles auf einmal machen. Also. Zweite Frage, derzeit ja. Sehe ich keine Hand. Rektor Smolle da vorne. Hand. Entschuldigung, bitte, ich habe schon Kopf schauen. Kann man aus der Architektur des Gehirns irgendeinen Punkt erkennen, ab dem ein Organismus, wenn es das überhaupt gibt, eine Erkenntnis seiner selbst hat? Kann man sagen, eine Struktur durch ihre Fortentwicklung, durch ihre Komplexität, die ein Wurm vielleicht noch nicht hat, aber ein Mensch sehr wohl? Also es muss mit der Großhirnrinde zu tun haben. Wir wissen, ab welcher Entwicklungsstufe Tiere in der Lage sind, sich zumindest im Spiegel zu erkennen. Wir wissen, ab welcher Entwicklungsstufe es möglich ist, eine Theory of Mind zu entwickeln, also eine Theorie des Geistes, also sich vorstellen zu können, was im anderen vorgeht, wenn der sich in einer bestimmten Situation befindet, ohne dass er das zu erkennen gibt durch verbale oder gestische Äußerung. Letzteres scheint ein Privileg des Menschen zu sein, sich selbst erkennen zu können. Und das ist jetzt ein bisschen seltsam. Das gelingt Raben, wenn man denen einen roten Punkt auf den Schnabel malt, dann machen die das so, wenn sie sich im Spiegel sehen. Das gelingt einer ganzen Schar von Primaten nicht. Das gelingt Menschenaffen wieder und unseren Kindern gelingt es natürlich auch so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr. Warum das bei den Vögeln, die leicht andere Hirnarchitekturen haben als die Säugetiere, warum das da auftritt, ist ein Rätsel. Aber die können das. Wie überhaupt bestimmte Vögel, bestimmte Rabenarten und Stare Unglaubliches können. Also es gibt so Nischenleistungen bei Tieren, wie ja auch beim domestizierten Hund, der etwas kann, was kein Affe kann. Wenn Sie Ihrem Hund zeigen, irgendwo hin, dann kann der mit Ihnen geteilte Aufmerksamkeit machen und weiß, was Sie meinen. Das können Sie mit dem Rhesusaffen probieren, solange Sie es wollen. Das versteht der nicht. Hat wahrscheinlich mit der Domestizierung zu tun. Da sind bestimmte Teilleistungen ausgebildet, die anderen Spezies mit komplexeren Gehirnen fehlen. Warum das so ist, weiß man nicht recht. Bitte, Herr Rektor. Sie haben von der starken epigenetischen Prägung in der Kindheit und bis zum 25. Lebensjahr gesprochen. Und da denke ich jetzt an die Generation der Digital Natives, wo man sich ja zeitlang wahnsinnig gefreut hat, dass die Kinder mit dem Computer so gut umgehen können. Und auf einmal ist der Schreckgespenst der digitalen Demenz aufgetaucht, weil die Kinder auf einmal nur mehr ein Rechteck mit 30 Zoll Durchmesser als visuelle Wahrnehmung haben und taktil nur mehr mit 3 Fingern auf der Maus klicken. Wie sehen Sie das? Ich habe da keine dogmatische Meinung. Studien zeigen, dass es wird alles eine Dosisfrage sein. Tasse Kaffee in der Früh, wunderbar.
aber wenn man Amphetamin den ganzen Tag futtert, ist eben nicht gut. Ähnlich ist es da, glaube ich, auch. Der mäßige Gebrauch dieser Medien trainiert Fähigkeiten, die mancher von uns Alten gerne hätte. Die sind zum Beispiel besser im Hin- und Herschieben von Aufmerksamkeit zwischen schnell wechselnden Objekten. Also viele von denen würden fantastische Piloten werden zum Beispiel, weil die sehr gut scannen können, komplexe Szenen. Natürlich, wenn man das zu viel macht, kann man andere Sachen nicht mehr machen in der Zeit. Aber das Gleiche gilt fürs Violine spielen. Wenn Sie den ganzen Tag 8 Stunden Violine üben müssen, dann werden Sie kein guter Fußballspieler sein. Und deshalb denke ich, die Sorge, dass das zu viel werden könnte, ich würde das eher Richtung Fernsehen schieben. Diese interaktiven Spiele, die erfordern Aufmerksamkeit, die erfordern Urteilsvermögen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Was viel schwieriger ist, ist das passive Schauen am Fernseher unter den heute üblichen Schnittsequenzen. Hier ist sicher jemand von den Medien, der bestätigen wird, dass man gelernt hat, dass man Kinder dadurch süchtig machen kann, dass man die Schnittsfrequenzen sehr hoch macht, weil die das anmacht. Das bringt das Adrenalin hoch und das wollen die. Und das ist ganz schädlich, weil das die Aufmerksamkeitsspanne reduziert und Kinder mit sehr hohem Fernsehkonsum, die haben dann Schwierigkeiten, einen Satz von Thomas Mann zu lesen, weil sie einfach nicht Aufmerksamkeit halten können vom Anfang bis zum Ende des Satzes. Also Dosisfrage und auch die Frage, man muss auch, glaube ich, diese Medien differenziert betrachten. Es ist nicht alles gleich. Mich würde Ihre Definition vom freien Willen und von einer freien Entscheidung interessieren, weil wenn ich jetzt eine freie Entscheidung, also etwas definiere, was nur im Bewusstsein ablaufen kann, dann ist es klar, dass es keinen freien Willen geben kann. Aber wenn ich mich als komplexer Organismus definiere, dann ist meine, dann sind jegliche Entscheidungen von mir wiederum frei. Daher würde ich Ihre Definition gerne wissen. Ja, ich habe keine. Ich weiß nur, dass wir uns frei fühlen und dass aber die neurobiologische Wirklichkeit dieses Gefühl nicht zu rechtfertigen erlaubt. Ich würde da mit Schiller gehen. Ich würde sagen, eine Entscheidung wird dann als frei empfunden, wenn sie im Einklang steht mit den, wenn die rationalen Argumente, die ich durch bewusste Entscheidungen herbeiführen kann, und die Entscheidungsmechanismen, die im Unbewussten wirken, die ja immer parallel laufen, zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist dann eine kohärente, schöne Entscheidung. Es gibt dann die anderen, die wir auch kennen, wo die auf der Plattform des Bewusstseins herbeigeführte Entscheidung unter Deliberation und Abwägung rationaler Argumente zu Schluss A führt, aber man zum Schluss sagt, ja, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, aber es fühlt sich irgendwie ganz schlecht an. Das heißt dann, dass die Entscheidungsmechanismen, die mit Unbewussten arbeiten, die nach anderen Prinzipien arbeiten, zu einem anderen Schluss gekommen sind. Und das Umgekehrte haben sie auch. Sie sagen, das habe ich jetzt gemacht, weil es einfach so stimmig sich angefühlt hat, aber es war natürlich absoluter Schwachsinn. Also beides kann passieren und in beiden Fällen hat man das Gefühl, man hat nicht wirklich frei entschieden, aber wenn beides zusammenpasst, dann fühlt man sich gut. Wenn auch nicht frei entschieden habend. Mich hat an Ihrer, glaube ich, verfeinerten Definition, ich glaube, als Neurobiologe sollte ich eher sagen, elektrisiert, nicht so sehr fasziniert, aber elektrisiert, dass Sie sagen, das ist eine Abfolge von zumindest kurzfristigen, sich determinierten Handlungen oder Entscheidungen, die aber insgesamt nicht prognostizierbar ist, was dann im Endeffekt herauskommen kann. Ich glaube, es gibt ja im neurologisch-psychiatrischen Bereich einige Krankheiten, wo man sagen kann, da ist das Verhalten aber tatsächlich auf lange Sicht prognostizierbar, wenn man an Essstörungen, Sucht oder Abhängigkeit denkt. Würden Sie das auch so sehen? Naja, da liegt eine Systemstörung vor, die dazu führt, dass das System immer wieder
in irgendeinen Traktor reinläuft und sich da drin verfängt und dann nicht wieder rauskommt. Man wüsste gern, was da nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, niemand weiß im Augenblick, was bei diesen Erkrankungen nicht funktioniert. Weil das System halt so abenteuerlich komplex ist. Und da hilft nur dort suchen, wo Licht ist und zu versuchen, dieses System mehr und mehr zu verstehen. Alle Ansätze dort zu suchen, wo das Problem ist, also frontal auf das Problem zuzugehen und das am Menschen lösen zu wollen, haben zu nichts geführt und haben sogar zu Auswüchsen geführt, die wir halt leider in Deutschland ganz besonders dramatisch erlebt haben im Dritten Reich, wo man auf Teufel komm raus an Patienten untersuchen wollte, warum die bestimmte Erkrankungen haben, und das ging dann halt hin bis zur planvollen Euthanasie, um an frische Gehirne zu kommen. Also dieser Weg ist nun Gott sei Dank völlig verlassen. Wir suchen da, wo Licht ist, funktioniert's, und das ist für die Leute, die das Geld an die Wissenschaft verteilen, besonders gut zu hören. Je besser Forschung ist, umso weniger lässt sich voraussagen, was man morgen entdecken wird. Weshalb das Antragsschreiben, wo man immer schon versprechen muss, dass man irgendwas Segensreiches entdecken wird, natürlich, wir machen das, aber das ist völliger Unsinn. Bitte sehr. Achso, ja. Ja, sehr geehrter Herr Professor, ich habe eine Frage zur Intelligenz. Und zwar, Sie haben vorhin im Vortrag erwähnt, dass es da eben einen Genetikteil gibt, der eben mitgegeben ist. Und zum anderen eben einen epigenetischen, der dann in der Prägung sozusagen und der Ausbildung und Entwicklung mitgegeben wird. Und jetzt würde mich die Gewichtung interessieren, was eine größere Rolle spielt. Ich weiß, da gibt es Theorien, die sagen, es ist eher der genetische Teil wichtig und die anderen der epigenetische. Mich würde interessieren, was Sie sagen. Danke. Ja, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Unterscheidung zwischen den beiden außerordentlich schwierig ist. Sie schwindeln sich aus. Ja, wer will denn sagen, ob der Mozart, weil er die Gene von seinem Vater hatte oder weil er in eine extrem musikalische Familie hineingeboren ist, in der er dauernd mit Klaviertönen umgeben war. Sicher, in dem Fall wird es beides gewesen sein. Aber also, da wird sich keiner gerne festlegen lassen. Zumal es sehr wenig Leistungen gibt, die wirklich nur von ein paar wenig Genen abhängen. Weshalb man die a posteriori Untersuchung sehr schwer machen kann, dass man sagt, ich pick mir jetzt einfach mal 20 Stardirigenten raus und mache einen Whole Genome Screen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da was findet, ist minimal, weil es so viele unterschiedliche Konstellationen geben kann, die einen guten Dirigenten erzeugen. Und dasselbe Problem hat man mit psychiatrischen Erkrankungen. Da findet man zwar Gene, die in Familien, in der Schizophrenie häufig vorkommt, gehäuft Mutationen findet in bestimmten Bereichen, aber da hat jede einzelne nur eine Penetranz von 1% oder sogar noch drunter. Es ist immer ein Orchester, das da zusammenwirken muss. Und wie das da mit den epigenetischen Einflüssen wechselwirkt, was es natürlich tut, es wird einfach abend, also keiner wird sich da trauen. Brauchen tut man die Epigenetik, das sagt der Kaspar Hauser, an dem sieht man das. Und in Tierversuchen kann man das ganz besonders schön deutlich zeigen, weil man da natürlich Versuche machen kann. Aber wie viel das jeweils ausmacht, bei wem, wird sich keiner trauen, sich festzulegen. Da vorne war eine Wortmeldung. Walner Lippmann, Methoni Graz. Professor Singer, ich möchte noch einmal zur frühkindlichen Entwicklung zurückkommen. Sie haben uns so schön dargestellt, dass gerade in der frühkindlichen Phase bis zum 4. Lebensjahr es keine Quellenverankerung gibt. Sehen Sie da neue Zugänge auch in didaktischen Programmen? Bin ich nicht ausgewiesen, um das dazu zu sagen. Glaube nicht, dass man daraus irgendwas schlussfolgern könnte. Ich würde im Allgemeinen sagen, das schließt jetzt mit einer Neuroökonomik an. Es gibt ja auch sowas wie Neuropädagogik. Die Argumente, die wir haben, können wir benutzen, um den Politikern zu sagen, passt auf, da werden Hirnarchitekturen verändert und das irreversibel. Wir müssen alles tun, um da optimale Bedingungen zu schaffen für unsere Kinder. Viel mehr kann die Neurobiologie nicht sagen. Und dann können sie vielleicht noch angeben, und dann gibt es kritische Phasen, in welchen man zwei Sprachen gleichzeitig lernen kann, und dann gibt es welche, wo das nicht mehr geht, und deshalb sollte man das dann tun und nicht dort.
Und dann kann man noch sagen, überlass dem sich entwickelnden Gehirn die Initiative. Die Gehirne wissen, wann sie welche Informationen brauchen. Hör zu, schau, was die Fragen, stell es zur Verfügung, aber versuch nicht, den Nürnberger Trichter anzusetzen, denn wenn die Hirne nicht fertig sind und empfänglich sind für bestimmte Inhalte, dann bringt man sie nur durcheinander und hilft ihnen nicht. Das sind so Ratschläge, die die Neurobiologen geben können. Im Übrigen wissen die Pädagogen alles viel besser. Man muss sie nur machen lassen. Und das geht eben nicht, wenn man Betreuungsverhältnisse von 1 zu 30 hat in so einem Hort. So einfach sind die Situationen. Also ich glaube nicht, dass wir da viel dazu beitragen können. Was noch ganz wichtig ist, dafür gibt es Untersuchungen, das ist aber auch nicht so sehr Hirnforschung. Die Bezugsperson ist das Ein und Alle. Das ist das Entscheidende schlechthin. Weil die emotionale Anbindung der Lernenden an den Lehrenden das A und O aller Wissensvermittlung ist. Und je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist es, weil das einzige Referenzmaß, das sie haben, ist der schon Erwachsene oder schon Reife, dem sie vertrauen. Und das Verhältnis muss hergestellt und gepflegt werden. Es hat also keinen Sinn, die vor den Fernseher zu setzen und Fremdsprachen hören zu lassen, wird nicht funktionieren. Ich glaube, da vorne in den ersteren Reihen waren jetzt zumindest zwei Wortmeldungen. Ich glaube, da im Gang einmal. Bitte aufzeigen. Sie? Dame? Ja, ich habe nur eine kleine Zusatzfrage zur vorletzten Thematik. Gibt es Befunde, dass es bei dem Verhältnis von genetischen und epigenetischen Faktoren in Bezug auf formale Intelligenz es sich anders verhält als bei sozialen Verhalten oder so? Kann ich auch nichts dazu sagen. Es gibt, also Intelligenz ist sowieso ein schwieriger Begriff. Man sagt meistens, das ist das, was der Intelligenztest misst, und damit befasst man sich dann, man definiert das nicht weiter. Es gibt Hinweise für eine genetische Disposition für mathematische Höchstbegabungen. Wenn man also die Normalverteilungen von mathematischen Begabungen nach Geschlechtern aufteilt, dann findet man, dass die Normalverteilung beim männlichen Geschlecht ein bisschen breiter ist. Was dazu führt, dass auch bei den Extremen ganz vorne und ganz hinten ein bisschen mehr sind als im weiblichen, in der weiblichen Verteilung. Aber das sind minimale Variationen, das ist wirklich nicht viel. Ähnliches scheint der Fall zu sein bei extremer musischer Begabung. Da würde man dann denken, wenn man solche Geschlechterunterschiede findet, das ist genetisch bedingt, aber man weiß natürlich auch nie, weil die beiden ja so unterschiedlich sozialisiert werden, ob das nicht doch hinterher epigenetische Ursachen hat. Man weiß es nicht. Dass es eine Rolle spielt, ist gar keine Frage, das weiß jeder Lehrer. Aber also ich denke, wir werden noch zwei, drei Fragen zusammensammeln. Also da hinten sind zwei, bei mir ist vollkommen, da vorne war auch in der fünften oder sechsten Reihe noch jemand, die noch einmal melden. Ne? Ah ja, genau, ja. Da einmal und dann sind da noch zwei Fragen da hinten. Bitte. Zum Thema Dilemma. Ich habe eine Frage in Bezug auf diese eine Einschaltung, wo man neuronale Netze gesehen hat und diese Bereiche Denken, Fühlen, limbisches System und so weiter, dass ja einfach näher dran halten. Dass es eine mathematische Darstellung ist von Korrelaten des Gehirns. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, ist es von mir eine gewagte Annahme, unter Umständen die moderne Gehirnforschung doch eindeutig einem bestimmten Materialismus zuzuordnen, dass man aus den Grundlagen materiell messbarer und entsprechend in Bildern darstellbarer Systeme herauslesen kann, wie man dann weiterinterpretiert? Und die für mich folgende Frage ist dann, ob diese Art von Vorsicht, die Sie erwähnt haben, wo ja wirklich durch sehr problematische Interpretationen, Spiegelneuronen und vieles andere, ein gewisses freies Feld ist, das noch nicht entdeckt, nicht interpretierbar ist, ob man das dem zuschreiben kann, was für mich
Geheimnisleben ist? Tja, auch das wissen wir nicht. Wir versuchen im Rahmen naturwissenschaftlicher Beschreibungssysteme zurechtzukommen. Was anderes haben wir ja nicht. Das scheint bislang ganz gut zu funktionieren. Wir beißen uns die Zähne aus an der sauberen Beschreibung des Übergangs von neuronalen Prozessen einerseits und subjektiven Erfahrungen andererseits. Da gibt es Erklärungsmodelle, die die Gesellschaft mit einbeziehen müssen, also die Interaktion zwischen Individuen und Abbildungsvorgänge. Es kann natürlich sein, und dafür muss man offen bleiben, dass es Phänomene gibt, die wir bis jetzt überhaupt nicht in Fokus genommen haben, weil sie entweder zu selten sind oder aber naturwissenschaftlich nicht angehbar. Ich denke jetzt mal einfach an die ganzen parapsychologischen Phänomene, die ständig von allen Menschen beschrieben werden. Man weiß im Vorhinein, wer anrufen wird. Ich weiß, was mein Bruder denkt, der 1000 Kilometer weg ist. Ich kann auch in die Zukunft schauen. Sowas wird ja die ganze Zeit berichtet. Wenn nur eines dieser Phänomene zutreffend ist, und bis jetzt ist es nicht gelungen, trotz redlicher Bemühungen auch von Wissenschaftlern, die das gerne bewiesen hätten, wie den Bender in Freiburg, keines dieser Phänomene hat bis jetzt einer wissenschaftlichen Überprüfung im Sinne von Reproduzierbarkeit standgehalten. Also befasst sich die Wissenschaft nicht damit, weil sie sagt, ja, wenn ich ein Phänomen nicht dingfest machen kann, kann ich es auch nicht untersuchen. Das heißt aber nicht, dass die nicht existieren könnten, denn es gibt immer noch die Ausrede, es könnte ja sein, dass das alles Singularitäten sind. Dass sie also alle sich dadurch auszeichnen, dass sie eben gerade nicht reproduzierbar sind, aber trotzdem vorkommen können. Wenn das der Fall ist, dann können wir nichts damit anfangen. Das transzendiert dann unsere Wissenschaft. Und falls sie zutreffen, hätten wir ein ganz großes Erklärungsproblem, weil wir kein Medium kennen, mit dem diese Information vermittelt werden könnte. Da gibt es jetzt dann aber jede Menge esoterische Literatur, wo das erklärt wird, über morphogenetische Felder und über quantenphysikalische verschränkte Zustände, in denen wir uns allen befinden und leider solche schrecklichen Sachen. Für die gibt es keinen Hinweis, gibt keine Beweise, man kann sie nicht nachvollziehen, muss schweigen. Vielleicht gibt es, wenn ja, das gehört alles im Bereich, wenn es seriös ist, im Bereich des Glaubens, der Metaphysik. Und dafür ist nun reichlich Platz, weil wir wirklich nicht alles erklären können. So, bitte. Da vorne und dann noch dort, auf der anderen Seite noch zwei Wortmeldungen. Ja, ich hätte noch ein Problem, eine Frage zu der Entscheidungsfreiheit, die man hat zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wie Sie sagen, eben nicht zu dem bestimmten Zeitpunkt. Kann es nicht sein, dass sich diese Entscheidungsfreiheit in dem Prozess vorher noch versteckt und dass der sich in dem Begriff der Nichtlinearität der Funktion des Gehirns dann ausdrückt auf einer wissenschaftlichen Ebene? Ja, ich glaube, das Problem mit der Freiheit ist ein Problem der Zuschreibung. Weil ich meinen Gegenüber nicht hinsichtlich seiner Entscheidungszukunft beurteilen kann und auch wenn er sich entschieden hat, in aller Regel nicht weiß, warum er sich so entschieden hat und er das oft selbst nicht weiß, erscheinen uns die Entscheidungen irgendwie als einem leeren Raum zuzukommen. Und deshalb haben wir das Gefühl, es hätte auch anders kommen können. Aber da täuscht uns, glaube ich, das Gefühl, denn wir sind wirklich nicht Herr über unsere Motive. Man kann sehr schön zeigen in einer Fülle von Versuchen, dass man durch Instruktionen von außen, deren man sich nicht gewahr wird, zu Handlungen veranlasst wird, die man dann ausführt und sich dann beim Ausführen der Handlung gewahr wird, dass man etwas ausgeführt hat. Und wenn man dann hinterher gefragt wird, warum man das getan hat, dann kommt sofort eine rationale Erklärung im intentionalen Format. Ich habe das gemacht, weil ich das und das wollte. Der Versuchsleiter weiß aber, dass das überhaupt nicht zutrifft, sondern dass der das gemacht hat, weil es ihm angeschafft worden ist. Und so täuschen wir uns, glaube ich, ständig über die wahren Motive unseres Handelns hinweg. Manchmal kann es stimmen, würde vermuten, meistens stimmt es nicht ganz. Ja, Professor Singer, nachdem wir Sie schon in Graz haben, noch eine Frage. In den Medien taucht ab und zu aber immer wieder das sogenannte Bauchhirn auf. Was sagen Sie dazu? Ja, gibt es jetzt gerade ein neues Buch von Gigerenzer. Also,
Einmal sagt man so in der Umgangssprache, das Bauchhirn, das meint all die Nervenzellen, die im Bauch vorhanden sind. Und das ist ein ganz komplexes System, das sich dafür darum kümmert, dass die Speise den Darm entlang bewegt werden und dass da Peristaltik geht. Sehr komplexes System, hat aber mit dem, was wir jetzt alles besprochen haben, gar nichts zu tun. Was man damit meint, ist vermutlich, dass sich unbewusste Entscheidungsprozesse, die können sich ja nicht bewusst äußern, die können nicht benannt werden. Da wissen Sie, das können Sie nicht erklären. Sie wissen nur, ah, ich würde es lieber so machen. Und diese Zustände äußern sich in vegetativen Zuständen. Schweißausbrüchen, Herzklopfen, Krummeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch und weiß der Gott, irgend so Sachen. Und deshalb verortet man das dahin, wenn das gemeint ist mit Bauchgehirn. Also Giga Renzer spricht da vom Bauchgefühl. Und man muss da jetzt dazu wissen, diese unbewussten Entscheidungsprozesse, die laufen anders ab als die bewussten. Die sind in der Lage, sehr viel mehr Variablen gleichzeitig zueinander in Bezug zu setzen, das sehr parallel abzuarbeiten und sehr schnell zu sein. Was ein bewusster Entscheidungsprozess nicht kann, der muss die Variablen da rein abarbeiten. Also der Unterschied wäre zum Beispiel, Sie kommen in eine knifflige Verkehrssituation. Der bewusste Prozess wäre jetzt, die Bewegungstrajektorie in der 5 aneinander vorbeifahrenden Autos zu extrapolieren und auszurechnen, wo sie hin müssen, damit sie nicht getroffen werden. Wenn sie das anfangen, werden sie getroffen. Wenn sie das aber unbewusst, intuitiv, ein Bauchgefühl heraus machen, dann werden all diese Variablen nach einer Heuristik, die entweder evolutionär eingespeichert ist oder die sie gelernt haben, abgearbeitet, blitzschnell und sie machen was. Und meistens ist das 90% richtig. Und deshalb sollte man sich in Entscheidungssituationen, in denen sehr viele relativ unterbestimmte Variablen gleichzeitig in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen, lieber aufs Bauchgefühl verlassen. Und bei Sachen, die man ausrechnen kann, sollte man das lieber tun. Jetzt können Sie überlegen, was die Partnerwahl für ein Problem ist. Seine letzte Frage müsste noch übrig sein, bitte. Ja. Inwieweit werden unsere Entscheidungen durch die Geschichte unserer Emotionen während des Lebens beeinflusst? Ja, wie beeinflussen unsere gespeicherten Emotionen unsere Entscheidungsfindung? Genauso wie alles andere, was Sie gelernt haben. Weil das alles, auch eine dramatische Erfahrung oder eine Glückserfahrung, die wird ja bewahrt dadurch, dass sie in der funktionellen Architektur der Systeme, die für solche Erfahrungen zuständig sind, Veränderungen hervorruft. Und das geht dann gewichtend in alle Zukunft in Entscheidungen mit ein. So, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken beim Referenten sowieso. Ich bin nur gespannt, wann er aus dem komplexen Internet auf einmal ein Selbstbewusstsein entspringt. Das hoffen manche, ja. Ich darf mich aber auch für die Disziplin und die Aufmerksamkeit bei Ihnen, beim Publikum, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das war ein wirklich spannender, ein anspruchsvoller, ein lehrreicher Abend. Und ich wünsche Ihnen noch Zeit und Muße, ein bisschen darüber nachzudenken, was eigentlich in unserem Gehirn so vorgeht. Herzlichen Dank.